einen wunderschönen ihr lieben da draußen einen schönen ersten advent an alle zuschauer euch da draußen im stream einen schönen sonntag euch allen hallo wie geht's euch ich hoffe ihr habt ja wirklich einen schönen tag heute verbracht leicht mit dem einen oder anderen bei euch im Kreise der Familie. Vielleicht am Wasser, vielleicht einfach nur entspannt auf dem Sofa äh, ja, durch, durch Corona. Ich weiß es nicht. <laughs> Lasst mal was hören. Wie sah euer erster Advent bei euch aus? So. So. Wir gucken erstmal durch. Dosa hat erstmal schon vorm Stream. <laughs> gecheckt, wo er in der Top 10 steht. Der Trout Points. <laughs> Martin ist wieder da, sei gegrüßt. Isa, Foxy 2206 ist da. Dosa hatte ich schon. Hi, Trout Fan 69. Sascha G Memphis 0815. Trevil ist wieder da. Olgim. Ist auch wieder mit am Start. Fischt, Fischt, Owner ist auch wieder mit dabei. Dennis Borowski. Oh, Hermann hat abonniert. Vielen herzlichen Dank, Hermann, für dein äh, Abonnement hier. Drei Monate ist er schon dabei. Vielen lieben Dank, Hermann, für deinen Support hier. Tim ist da. Matagi Big Pond ist da. So, dann haben wir den Max BTW hier drin, der einen ziemlich kryptischen Namen hat, der Skurutjor heißt. Ich sage einfach Max, <laughs> <Das> ist einfacher. <laughs> Mike ist wieder mit am Start, Star Trooper. Der Dirty Deadlift 666 ist auch wieder mit am Start. <laughs> Und ich weiß es nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe, ihr Lieben. Seht es mir dann bitte nicht nach. Aber einen schönen guten Abend an euch alle da draußen. <laughs> Was ein Tag heute. Ich bin echt ein bisschen geschafft. Wir waren noch gerade, bis gerade, wirklich vor einer Viertelstunde bei meinen Eltern. Ähm, ja haben die mal wieder besucht immer ganz schön und äh, sag mal ich habe noch zwei kleinere Geschwister und für meine Eltern halt sehr hart die halten sich halt extrem auch an die Corona Richtlinien und sind da sehr straight haben quasi gar keine sozialen Kontakte und meine Eltern haben quasi sich für mich meine Lebensgefährtin und meinen Sohn entschieden als einzige Bezugspunkte gerade quasi im zweiten Lockdown einfach weil die halt nicht wollen dass äh, ja, eventuell das Virus auch bei uns in der Familie weiter verteilt werden könnte und zum Zweiten, um auch natürlich meinen Sohn irgendwie, ihren Enkelsohn zu schützen. Und, ähm, ja, da sind wir. Huch, oh, Star Trooper ist auch wieder mit dem Abonnement dabei. Vielen herzlichen Dank, mein Freund. Star Trooper, danke für deinen Support. Auch drei Monate schon dabei. Ich danke dir ganz herzlich, mein Freund. Äh, ja, meine Eltern haben uns dann quasi als einzigen. Huch. Oh, G., okay, klasse, vielen vielen Dank auch da für dein Abonnement, vielen Dank mein Freund, auch schon drei Monate am Start, vielen lieben Dank auch an dich für deinen Support, für deine Unterstützung, für dein ständiges hier im Stream sein, auch an Trooper und Hermann natürlich, ihr seid ihr seid klasse, Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall, meine Eltern haben mich quasi als ein oder uns als einzige Bezugsquellen quasi genommen, auch jetzt im zweiten Lockdown, das heißt zu meinem Kleineren Bruder und zu meiner kleineren Schwester gibt es da relativ wenig Kontakt, einfach um uns und um sich selbst auch zu schützen. Meine, mein Vater gehört auch zum Beispiel zur Risikogruppe und ähm, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein der ganzen Misere. Und da auf jeden Fall haben wir die jetzt mal wieder besucht, äh, war schön, waren zum Brunchen da, haben nachher noch ein paar Waffeln gekriegt heute und dann ein bisschen ausgerufert, haben ein bisschen noch gequatscht und ihr kennt das ja. Und ich war auch ein bisschen zum Nähen da. Meine Mama ist eine äh, stationierte Näherin, kann man das so nennen. Auf jeden Fall näht sie auch in ihrer Freizeit ein bisschen was und wir nähen gerade aktuell ähm, eine Tasche für mich. Aus LKW-Plane, für meine Trautstation, sage ich mal, hinten dran. Schön, eine relativ große, stabile Tasche. Wenn die fertig ist, zeige ich es euch natürlich äh, mit, mit Deckel, mit Ablauf, mit ach, Verstrebungen drin und allem, Schnickschnack dass ich die hier auch an meine Trautstation hängen kann, um da auch mal vielleicht ein paar Tackleboxen und so noch reinzukriegen. Mit Sachen, die ich zum Beispiel nicht in der Mayo 7070 habe, sondern die ich fürs, U äh, fürs Tremarella angeln oder grundsätzlich fürs Angeln auf Forelle mit Nicht-UL-Ködern brauche. Ja. Und da komme ich, wie gesagt, gerade weg, war ein bisschen stressig, durfte mich dann wieder fast 40 Minuten von meinem Sohn ununterbrochen im Auto anschreien lassen. Das war wieder traumhaft. Das ist wirklich magisch. Ja. Kriegt Kinder, haben Sie gesagt. Das wird eine schöne Zeit haben, Sie gesagt. Du wirst so viele tolle neue Erfahrungen machen, haben Sie gesagt. <laughs> Nein, ich mache Spaß beiseite. Es ist wirklich grausam, wenn du im Auto sitzt und du ganz genau weißt, du kannst gerade nichts tun und wirst dann einfach 40 Minuten lang angeschrien aus Inbrunst, als wenn der Junge gerade auf der Rückbank stirbt. Katastrophe. Ich weiß noch nicht, wie wir es besser hinbekommen, aber ja, sei es drum. <laughs> Ja, dann wieder zu Hause. Dann versuchen wir auch gerade dem kurzen, ja, das Trinken auch aus einer normalen Flasche anzugewöhnen. Also, wir, meine, meine Lebensgefährtin stillt ganz normal, aber wir wollen auch versuchen, Muttermilch zum Beispiel über eine Flasche äh, zuzugeben. Warum werden manche von euch fragen? Ist doch ein richtiger Quatsch. Eine Freundin oder Lebensgefährtin hat doch zwei gesunde Brüste. Huh, Udo ist auch wieder dabei. Da läuft der Hype-Train gerade durch, Leute. <laughs> Oh, du auch wieder mit einem Abonnement, dabei. drei Monate, vielen lieben Dank, mein Freund. Der Hype-Train ist, glaube ich, gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind bei 94%, ihr kennt's. Sollten wir auf die 100% kommen, in den nächsten viereinhalb Minuten, durch Abonnements, Bits, Spendereien, weiß der Kuckuck was, gibt's einen Hype-Train, das heißt, ihr, glaube ich, kriegt wieder zusätzliche äh, Emotes freigeschaltet, aber ich glaube, nur für die Leute, die auch wirklich daran teilgenommen haben, also, wer sich noch ein paar coole Smiley-Sticker und sonst irgendeinen Kram sichern möchte, Bits spenden oder, abon oder abonnieren oder auch gar nichts. Aber wir sind bei 94% und es könnte gleich einer wieder gestartet werden. Ich sehe es zumindest nur oben. <laughs> oh, Dosa mit 100 Bits, da sind wir schon bei 100. <laughs> das war's, der Hype-Train läuft durch. <laughs> so, und ich glaube, jetzt gibt es wieder für alle Leute ein paar schöne Geschichten. Stufe 1 erfolgreich abgeschlossen. Und alle Supporter, glaube ich, kriegen jetzt was. Oh Gott, gucken. Ah, noch nicht. Der Hype Train läuft quasi noch. Wir sind wieder bei 0%. Immer noch 4,5 Minuten. Wollen wir mal gucken. Oh, Holgeben auch wieder mit, mit äh, 100 Bits dabei. Vielen lieben Dank erstmal nochmal an Holgeben, an Dozer. Nochmal an Dozer. <laughs> Vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt bei 11% bei Stufe 2. Oh. Da geht es jetzt aber richtig los hier. Wie gesagt, Dosa. Vielen lieben Dank auch nochmal für die 100 Bits. Wie gesagt, wir sind bei 11%. Mal gucken. Vielleicht starten da noch ein paar andere mit rein. Bin mal ganz gespannt. Jetzt habt ihr mich ganz aus dem Konzept gebracht schon wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn. Hm. Ihr habt's geschafft. Geschafft. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war, wo ich stehen geblieben bin. Ah. Tja. So aus dem Konzept bringen lassen. Kann mir mal einer kurz gerade noch mal helfen, wo war ich? <laughs> Ach ja, bei meinem Sohn. Ja. Meine Freundin hat zwei gesunde Brüste, aber es ist halt blöd. Sie muss dann immer nachts auch raus und stillen und ich kann es halt nicht, leider. Anatomisch gesehen. Und, äh, Deswegen probieren wir quasi, ihn gerade so auch dahingehend zu bekommen, dass er auch die Flasche nimmt, dass ich im Zweifel auch mal nachts aufstehen kann und ja, die Flasche geben kann und helfen kann. Und dass meine Freundin dann nicht nur immer allein gelassen ist und dann ja, nachts immer raus muss, wenn ich Schlaf kriege. Aber ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund, aber da ist gerade auch ein kleiner Kampf entbrannt. Nimmt er es oder nimmt er es nicht. Wehrt <laughs> sich nämlich gerade komplett. Das ist schon wieder nicht so schön. Aber sei es drum. So, genug zu mir. Gucken wir uns mal an, was ihr geschrieben habt, was ihr so getrieben habt, ihr kleinen Schlingel. So. Bernd schreibt, also ich bin gerade noch am Ausnehmen. <laughs> Bernd, wo, wo, wo warst du und was hast du gefangen oder wie viel hast du gefangen? Krisa ist morgen auch mal wieder nach Ewigkeiten am Angeln. Okay. Rosa schreibt bei mir, geht es im Moment null privat, zu sehr eingespannt. Ja, das gleiche in Grün. Ich komme auch gerade nicht wirklich vernünftig raus. Maduro sagt, ich hoffe, er kann sich nächste Woche mal Zeit abzwacken. Ich hoffe es. Ich auch tatsächlich. Ähm, Plätze sind dieses Wochenende gearbeitet. Deshalb mal einen Tag frei mal schauen, ob ich was fange. Ich würde dir wünschen, Krisa. Beide Daumen sind dir auf jeden Fall gedrückt hier. Ja, dass du äh, da gleich mal richtig leer machen kannst. So. Okay, Geht es richtig viel um Arbeit? So. Da ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Okay. so. Hat <laughs> noch ein paar Stücke Kuchen abgegriffen vom Adventsbesuch, sagt Lisa. Ja, <laughs> warum nicht? Wir haben auch noch Waffeln mitgekriegt und Würstchen und so ein Kram gerade von meinen Eltern. Das war ganz, ganz cool. Micha ist auch da. Hi Micha, sei gegrüßt. Micha 5458. Wer sagt, kurz am Schluss an meinen Vereinsteich gefahren und heute sechs Portlets überlistet. Boah, cool. Ja, ich bin auch im Überlegen, hier in Bielefeld in den Verein einzutreten. Es gibt mehrere verschiedene. Ähm, ich würde es aber tatsächlich nicht unter dem Aspekt Forellenangeln sehen, sondern dann wirklich auch immer um auf Raubfisch angeln zu können, auf Barsch, auf Zander, auf Hecht. Und äh, da bin ich echt im Überlegen. Ähm, muss so ein bisschen gucken, ich muss mich allerdings noch informieren, wir haben einige Teiche hier auch in der Umgebung, die auch Vereinsgewässer sind, die riesig groß sind. Ob man da vielleicht sogar mal im Sommer mit einem Bellyboot drauf dürfte, weil das auch noch so ein kleiner Traum von mir, ein kleines Bellyboot mal zu haben für solche Geschichten. Nur da habe ich noch keine Infos zu und dann werde ich mich da vielleicht auch mal für entscheiden, tatsächlich einem Verein beizutreten. Weil bisher habe ich mit Vereinen noch nichts an der Mütze gehabt, zumindest nicht im Angelbereich. Ja, Mann. Max, Essen bestellen. Ja, Hermann, gerade schwierig. Wie gesagt, wir kommen gerade von meinen Eltern, haben gebruncht, haben dann Waffeln gekriegt. Zum Brunch gab es auch ähm, Bratwürste und so. Singulkus! Zwei Monate ist mit dabei. mäßig Vielen herzlichen Dank für dein Abonnement. Zwei Monate am Start, Singulkus. Danke dir. Wir sind im Hype-Train im Übrigen auf 39%, aber den kriegen wir nicht noch höher, weil der läuft exakt jetzt aus. Aber ich glaube, für alle, die mit reingejoint haben, gibt es jetzt ein paar Emotes. Zack. Direkt mal reingeteilt hier. Boom. <laughs> nicht schlecht, Leute. Vielen herzlichen Dank da auch nochmal für euren Support. Tja, also Essen bestellen wird schwierig. Ich weiß noch nicht tatsächlich, ob, ich, äh, ob wir was bestellen oder nicht heute. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, wir hatten eigentlich vorhin was. Ich habe eigentlich keinen Hunger mehr, aber meine Freundin, die hat eh immer Hunger. <laughs> also müssen wir da mal gucken. <laughs> So. Dienstag geht's los mit dem Adventskalender, sagt Sascha. Ja, ich warte auch schon drauf auf den Adventskalender. Meiner steht quasi da vorne. Ich habe so ein kleines Sofa nehme ich Der steht da oben schon drauf und der wartet nun drauf, endlich am Dienstag gerupft zu werden. Da freue ich mich schon drauf. Endlich mal aufmachen. Ich freue mich vorhin drauf, mit welchen tollen Dingen Ismael das Ding bestückt hat. Ich bin ganz gespannt. Facebook haben einige schon gepostet, was drin ist. Oh, Krisa. Ja, aber ich kann nicht so viel beruhigen. Ich habe es letztes Mal schon im Stream gesagt. Das können ruhig Leute posten. Bei manchen Artikeln wirst du nicht exakt dass die Farbe zum Beispiel mit drin haben. Also als Beispiel bei den anderen Spoons kann es zum Beispiel, die drin sind, das habe ich auch schon gesagt, kann es Variationen geben. Bei Gummiködern kann es Variationen geben. Also wenn da einer was postet und sagt, hä, edgy, badg, guckt euch mal an, was da drin ist und verticken sogar ihren Kram noch, den sie nicht haben wollen bei eBay Kleinanzeigen ähm, bringt nicht viel, weil teilweise ist ein bisschen Variation drin. Also von daher, aber ja, ich kann das auch nicht haben, ich hasse das. Wobei bei manchen Sachen mag ich es einfach, um zu gucken, was drin ist. Beispiel, ich hatte mir zum Beispiel auch den Adventskalender von My Fishing Box zum Beispiel angeguckt und wusste es nicht genau und äh, ich habe mir dann einfach mal ein paar Unboxings aus dem letzten Jahr angeguckt, ähm, dann war, kriegt man so ein Gefühl, was ist da so ungefähr drin, ne? Neue bei Hecht und Barsch und so weiter, aber da habe ich mir tatsächlich keinen gegönnt. Ich hätte gerne einen von Zack gehabt, das wäre ganz interessant gewesen, aber die waren ja innerhalb von einer Sekunde gefühlt ausverkauft. Ich habe keinen gekriegt. Tja, schade. Dose fragt, was macht denn dein Lütter? Dein Lütten? Ja, ich habe es gerade erzählt. Momentan, jetzt gerade ist ruhig. Ich hoffe, äh, er packt es gerade und findet vernünftig in den Schlaf, sonst alles gut. Während gerade das Greifen hat die Rasseln für sich entdeckt und rasselt fleißig vor sich hin und freut sich und lacht sich kaputt darüber. Aber gerade das ins Bett gehen, ist noch sehr schwierig. Den kannst du nicht alleine hinlegen. Du musst ihn immer in den Schlaf schaukeln, also wiegen quasi auf so einem Petsi-Ball, auf so einem Gymnastikball. Musst du immer wie so ein bekloppter Wippen. Ganz vergessen, dann kannst du den noch nicht mal ins Bett ablegen, weil das Bett ist theoretisch kalt, also leicht kalt. Dann kommt er mit seinem Nacken auf das kalte Bett, dann ist er wach und ach, hör auf. Katastrophe, also ja, man schlägt sich so durch, es wird auch immer Stück für Stück besser, aber es ist immer noch nicht gut. <laughs> um. so. Ich habe eine Frage an et al. will reagieren, wenn ihr an eine Anlage fahrt und es kommt einmal Fisch rein und der Rest angeblich am Vortag? Daniel, äh, uncool. Ist für mich eigentlich nicht seriös. Es kommt ein bisschen darauf an. Also es kommt darauf an, was ist das für ein Teich? Welche, ja, welches Standing hat er irgendwo in der Szene? Ja, ähm, Aber andersrum, jeder seriöse Teichbetreiber legt offen, was er dort reinschmeißt. Und er besetzt auch erst am Tag, wo der Angler kauft und gezahlt hat. Im Endeffekt, du zahlst ja für Besatz und im Besatz... Wird vor deinen Augen reingepackt. Ich kenne das zum Beispiel nur bei Teichwirtschaft Lehmann zum Beispiel. Da kannst du selbst dem Eddie Bescheid geben und der geht mit dir zum Wiegen. Also du kannst bei, während er die Fische aus seiner Hilterung zum Beispiel nimmt und abwiegt, kannst du dabei sein und kannst überprüfen, dass er zum Beispiel genug Fisch einsetzt. Ich schmeißt immer viel zu viel rein, aber du kannst zugucken. Er legt das offen. Er hat da gar kein Problem mit. Das machen viele Teichbetreiber, die da sehr offen mit umgehen. Wenn man aber sagt, ja. Ein Eimer und am Vortag ist angeblich der Rest rangekommen, ja, dann ist doch meistens auch der Fisch vom Vortag von den anderen vom Vortag. bisschen anders sieht das aus. Es gibt so Events. Das also Events, es gibt Teichbetreiber, die führen halt so ein dänisches Prinzip, so möchte ich es mal formulieren. In Dänemark ist es ja häufig so an den put anlagen dass die einmal in der Woche oder zweimal in der Woche oder einmal im Monat oder weiß ja guck wie oft gewisse Anzahl an Fisch besetzen. Zum Beispiel alle zwei Wochen. 600 Kilo oder so ein Kram und dann weißt du auch, die kippen 600 Kilo dort fest rein und besetzen nicht tagesaktuell. Das kannst du auch immer haben, ja. Also. Es kommt so ein bisschen darauf an, welches Prinzip der fährt. Wenn er aber damit wirbt und sagt, nein, wir besetzen täglich, wir besetzen das für die Angler am Tag. Finde ich schwierig. persönliche Meinung. Ich möchte die mal an Karren oder so. Hui. <laughs> Ich habe einen neuen äh, neuen Follower auf meinem Kanal. Ich werde den Namen jetzt nicht vorlesen, aber vielen lieben Dank für dein Follow und für deinen, für deinen Support hier. Geiler <laughs> Name. Ihr seht seht's äh, da unten. Ihr könnt das ja mal euch durchlesen, wie der Kollege heißt. Und die Kollegin. Die hat mir übrigens meine Lebensgefährtin gesagt. Die hat gesagt, ich würde nicht korrekt gendern. Die sagt, Max äh, ist nicht okay. Wenn ich von Angler spreche, müsste ich auch AnglerInnen sagen, sagt sie. Gebe ich ihr Recht? Kommt leider viel zu kurz in vielen Bereichen. Ja, ich verpenne es manchmal. Sollte ich tun. Ja, aber wie gesagt, Daniel, um deine Frage zu beantworten, Daniel D2584, ich finde es schwierig. Ich finde, er sollte das transparenter gestalten und weiß nicht. Sei denn, ist es ist wirklich ein Anlagenbetreiber, den du vielleicht kennst, dem du vertrauen kannst, aber ich finde es extrem schwierig. Mike hat abonniert. Danke Mike für dein Abonnement. Zwei Monate auch schon dabei. Vielen lieben Dank, mein Freund. Vielen lieben Dank für dein Abonnement. Jetzt schreibt hier der Max, ich sollte mir den Berkeley... Das sieht sehr interessant aus. Ich wechsle mal eben kurz die Kamera, dann zeige ich es euch mal. Sekunde. So, das hat der Max gerade reingeschrieben. Das wäre sehr interessant, sollte ich mal im Stream zeigen. Quasi eine Art Tasche, die ihr zumachen könnt, wo ihr unten eure Berkeley-Teiche reinbekommt. Und dann äh, oben noch ein bisschen Zubehör. Das ist ja quasi die abgespeckte Variante von der Tasche, die ich habe. Da habe ich ja auch oben ein Fach, aber da kannst du die halt einfach reinstecken. Da hast oben auch so eine durchsichtige ja, Mappe hier quasi zum, ähm, zum Einlegen. Ähm, auch interessant. Ist auch nicht so teuer. Ne? Also bei Fischstil gerade für einen Zehner, das ist nicht teuer. Also wer noch äh, was mit Teich sucht, wo man ein paar Gläser mitnehmen kann, ist das hier. Ich habe tatsächlich eine Box. Also ich habe so eine... Eine Kiste einfach, die man aufklappen kann und da kann ich die ganzen Teige alle reinstellen und wieder zumachen. So was habe ich tatsächlich. Hat mir der Udo im Übrigen gesponsert, Udo Rohrbeck. Ja, da nochmal vielen Dank an dich, mein Freund. Der hat mir das Ding gesponsert, der hätte noch so ein Teil, wo der Teich perfekt reingepasst hat, der hat es mir zugeschickt. Und dann kann man die Teige da alle hochkant reinstellen. Ja, passt. Aber sieht wirklich cool aus, Max. Also da gute äh, Idee, wenn ihr solche Sachen habt, die ich mir mal angucken soll. Gerne Chat posten, gucken wir uns zusammen an. Finde ich wirklich interessant. Vielen Dank da auch für, dein, dein, für deine Einbringung hier. Finde ich mega. So. Ja, Dosa sagt schon, dass das eine Phase sein kann. Natürlich kann das eine Phase sein mit dem kurzen. Das ist auch eine Phase. Ich habe mich da auch sehr ins Thema eingelesen. Ähm Man spricht ja von Entwicklungsphasen. Ich muss mir eben meine E-Zigarette so ein bisschen austropfen lassen. Man spricht von sogenannten Entwicklungsphasen und Entwicklungsschüben. Hui, Matti, mit 100 Bits dabei. Vielen lieben Dank, Matti, für die 100 Bits. Danke dir. Man spricht da von sogenannten Entwicklungsschüben. Sprich, die Kinder lernen innerhalb von wenigen Tagen oder teilweise wenigen Wochen. Neue Fähigkeiten und die erlangen was, die können weiter sehen, besser hören, besser greifen, reagieren auf ihren Namen, keine Ahnung was. Und ja, in so einem Schub, Entwicklungsschub befindet er sich tatsächlich gerade, wobei Kinder in den ersten Monaten quasi von Schub zu Schub wandern. Die Anzeichen dafür sind halt immer ein bisschen anders. So ist es zumindest bei uns, aber. Ja. Schwierig. Kesa sagt schon, warte mal, wenn dein Kostladen losgeht, wenn du auf den Boden werfen und kreischen. ähm, ja. Kann ich verstehen. Da könnt ihr ja nur so halbwegs mitladen, ja, äh, leben. Hand aufs Herz, wenn sie dann irgendwie eine Kleinigkeit haben wollen. Also ich will die jetzt nicht verwöhnen oder sowas, aber mal, wenn sie denn lieb gewesen sind, so eine Kleinigkeit, cool. Klar, wenn das Kind jetzt an der PlayStation 5 rumruckt und sagt, die muss ich jetzt haben, dann kann es sich auf den Boden schmeißen, so viel wie es will. Aber eine Kleinigkeit, weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist von Erziehung her, aber da könnte ich noch mit leben, wenn man dann sich das irgendwie erspart, ne? Sascha sagt zum Thema mit der Anlage vorhin, kommt auf die Anlage an. Bei Stammanlagen würde ich es akzeptieren, aufgrund des von, von Vertrauen. Eine Anlage, die ich nicht kenne, wäre, ich, äh, wäre eine Info, bevor man bezahlt, das Mindeste. So sehe ich das auch. Ich würde das Geld zurückverlangen und gehen, wenn es keine, seriöde, keine seriöse Anlage ist. Nur das ist das Problem. Sehe ich ähnlich wie Sascha, ähm, wenn du demjenigen vertrauen kannst, einfach weil er ein ziemlich gutes. Ziemlich gutes Resümee von den Leuten, die dort Angeln bekommen haben, oder eine Stammanlage ist, wo du ständig bist, kann ich das absolut verstehen. Es gibt aber Leute, habe ich auch schon erlebt, am Lachsforellenteich, 20 Leute dran, er fährt da hin und kippt da vier Fische rein und sagt, viel Spaß, Jungs, und will gehen. Und dann gab es echt einige Leute, die sind da hinterher gerannt und haben gesagt: Hör mal, vier Fische für zehn Leute hier oder 20 Mann, wird es uns eigentlich vereimern? ja. Die zu dass jetzt der Fisch hier reinkommt, die hatten richtig Streit, die hätten sich da fast geprügelt, Und dass der Typ noch mal gegangen hat, wirklich zwischen Fisch und ordentlich Fisch geholt hat da reingeschmissen. Also, da wird bei manchen auch tatsächlich ein bisschen ja, gemuschelt. So, Benny sagt: Max, wir sehen uns nächste Woche beim Easy, absolut. Benny hat schon gesagt, er möchte gerne vorbeikommen. Für alle, die es interessiert, die Bock haben, mich auch mal vielleicht in Natura zu sehen, nicht immer nur hier irgendwie in eurem kleinen Bildschirm. Ich bin am Mittwoch bei ASB um ja, äh, in der Nähe von Aachen vor Ort. Am Nachmittag auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr da Bock habt, irgendwie, weiß ich nicht, quatschen und über irgendwas unterhalten, diskutieren, weiß der Kuckuck was, es soll auch so ein paar Verrückte geben, die sagen: Max, unterschreib mal irgendwas, gib mir ein Autogramm oder lass uns ein Foto machen oder sowas, was ich immer sehr. Finde, also ich mache es gerne, ich kann das verstehen, ja, aber ich werde da von manchen so als Idol angesehen, ähm, was, mir, was mir sehr schmeichelt. Ähm, ich erkenne mich noch nicht so ganz in der Rolle, aber ist vollkommen okay. Können wir gerne auch alles das machen? Kommt wie gesagt gerne vorbei zu ASP Tackle am Mittwoch. Da bin ich da. Äh, der Dave hier aus dem Stream, der häufiger da ist, und der Dennis van Dillen sind auch da. Also kommt ruhig mal vorbei. Können wir ein bisschen Quatsch, ein bisschen Spaß haben. Ihr seid sehr gerne gesehen. Alle herzlich eingeladen. Kommt rum. Ah, Singulko sagt schon: Hole mir mal einen blauen Stern. Hast du jetzt geschafft durch dein Zwei-Monats-Abonnement? <laughs> Hast du geschafft? Äh, Krisa fragt: Wann kommen die neuen Gummis nun? Mm, sehr bald. ...vor noch mit dem Easy telefoniert... Ähm, ...alles steht quasi auf Standby... ...wenn ich das richtig verstanden habe... ...kommt nächste Woche... ...oder übernächste Woche... ...das Material quasi... ...für die Gummiköder an... Na, jetzt bin ich auf den Tag genau fest... Ähm, ...die Verpackungsgläschen... ...sind auch schon da... Ähm, ...jetzt geht es tatsächlich nur noch so ein bisschen um... ...Etiketten und die Gummis tatsächlich produzieren... ...und auch natürlich ein Quality-Check... ...ist das alles so wie wir das haben wollen... Dann wird es entsprechend verpackt und ist das Ganze im Shop. Also ich denke, in spätestens zwei Wochen, sprich äh, zum 15.12., in ungefähr zwei Wochen spätestens, äh, wird es die Dinger geben. Und dann könnt ihr die auch reichlich kaufen, testen und äh, uns ein Feedback dazu geben. Äh, das würde uns sehr freuen. Manche, die noch nicht wissen, wovon ich rede. ja. bisschen voll hier mit. Wir haben den Hund. Da gibt es auch mal das eine oder andere Hunde das hier dran hängt. Das hier ist der Köder. Wirklich super Teil. Im Übrigen, ich habe einen äh, Kommentar bekommen auf ähm, YouTube. Ähm, ich soll nicht so einen Scheiß erzählen. Sowas hier mit Jara oder anderen Herstellern gleichzusetzen, wäre eine absolute Frechheit. Ähm, da auch nochmal bitte, ich glaube, derjenige hat mich falsch verstanden. Ja, gerne an der Stelle nochmal. Ich sage, dass die Köder von der Verarbeitung her mit Jara, mit Probates und so weiter standhalten können. Die Formen hierfür sind für uns entwickelt worden. Die kommen aus einem sehr großen Unternehmen, die nichts anderes machen, als Formen und Werkzeugteile zu produzieren. Und die Dinger sind komplett für uns hergestellt worden. Die Formen. Das Silikon ist äh, frei von giftigen Weichmachern für unsere, ja, für unsere Seen, unsere Gewässer. Ja? Ähm, ich finde das Rohmaterial sehr, sehr gut. Und ich finde, dass die von der Verarbeitung her, von der Verarbeitung, die Fängigkeit ist jedem selbst überlassen. Da kommt es auf ganz viele Faktoren an. Die Fängigkeit lasse ich komplett außen raus. Von der Verarbeitung her, aber sich vor nichts und niemandem, was mir bekannt wäre, verstecken muss. Von der Verarbeitung her. Wir reden jetzt nicht von der Farbauswahl, von der Fänglichkeit und so weiter. Das steht auf einer ganz anderen Geschichte. Da kommt es auch mega auf persönliche Präferenzen an, auf Köderführung, auf Haken. Ihr kennt das ganze Spielchen. Darum möchte ich auch nicht zu sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, kauft euch diesen Gummiköder, der wird euch die Kühltruhen voll machen an jedem Tag, egal mit welcher Farbe. Totaler Quatsch. Ich sage nur einfach. Ich habe den Köder gesehen, ich habe den Köder getestet, ich finde den Köder gut. Und ich finde den von der Verarbeitung her sehr, sehr gut. Das ist meine Aussage dazu. Und Fängigkeit, guckt es euch selbst an. Kauft euch mal gerne eine Dose, testet sie, macht euch euer eigenes Bild. Und wenn ihr sagt, fang gut, gutes Produkt, dann ist das in Ordnung. Aber äh, wie gesagt, ich fand, ich fand den Köder jetzt wirklich nicht verkehrt. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall auch weiterhin fischen. Und äh, ja, das ist nochmal ein Statement dazu. Also, wie gesagt, es geht hier rein, meine Kommentar, und ich habe es nochmal wiederholt: geht rein um die Verarbeitung und um die Fertigung dieser Köder. Nun, ja? um das auch nochmal ganz kurz gerade zu stellen. <laughs> so. Äh, Sascha schreibt auch schon gute Frage. Wir warten auf die Gummis. Leute, wie gesagt, 15.12. spätestens könnt ihr reichlich davon kaufen. Tobi 07060. Einen wunderschönen Garten. Guten Abend euch alle. Sei gegrüßt, Tobi. Hi. Uh, Udo war weggefangen, gefangen. Haben wir gestern auch nicht viel, aber für die Kalkgeräucher hatten und Strebel gemacht so dieses Wochenende. Vielleicht mag Max euch zeigen. Hab ihm Bilder geschickt. Aha. gucken wir doch direkt mal rein. Schauen wir doch mal rein, was der Udo gezaubert hat. Jo so das kann ich euch zeigen mal wieder ganz ganz leckere Geschichten so hier guckt euch an ihr Lieben so sieht das aus wenn Udo mal ein bisschen was gezaubert hat hier vorne die schönen geräucherten Geschichten hier der stremlachs hinten mit bei das sieht doch wohl lecker aus oder guckt euch an tolle Farbe hier auch oh, eine ordentliche Größe Udo ja da wurden hier die Goldtablette, die der da irgendwie für genommen hast, schon ein bisschen klein. Ne? Hier nochmal ein bisschen was. Oh, schön sehen, die aus. Also so sieht das dann aus, wenn der Udo mal was zaubert. Ja? Also für Kochrezepte oder Rezeptideen. Schreibt den Udo an, der kann euch da mehr zu sagen. So, wir haben schon einige die neuen Emojis getestet. Cool. B, Max ich bin auch im Verein, um schön auf Raubfisch zu angeln. Auf unseren Gewässern dürfte ich meinen Kajak nur auf, wenn ich dem Fisch 100 Euro externe drücke. Was? Warum? Ein guten Kajak ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Ich meine wirklich so ein ganz leichtes, kleines Bellyboot. Eikard, ja, du mir einen gefallen, gehst mal wieder hier in dein Bett. <laughs> mein Hund tipselt hier die ganze Zeit rum und erkundet hier das Büro. So, da ist gut und da bleibst du jetzt. Danke. Ähm, warum? Also, wie gesagt, er, ja, warum? Wofür? Gut, ein Kajak ist immer noch ein bisschen schwierig, ist ein bisschen größer, aber auch händelbar. Und warum soll das extra kosten? Morgen bei Easy Route ist Samstag gebrochen und man weiß, bei welchem Dealer des Vertrauens kein Problem. Was hast du mit deiner Route gemacht, Hermann? Warum ist die Route denn gebrochen? Welche Route ist dir gebrochen? Frage, wie findest du X-Lur Sticks, beziehungsweise generell was hältst du von Sticks, ähnlichen Stäbchen als Köder? Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet, aber wir machen das tatsächlich nochmal. Also, um die Frage erstmal zu beantworten. Das sind keine neuen Köder. Hier, ich habe tatsächlich auch was von denen. Ich habe es zwar schon mal beantwortet, mache ich gerne nochmal. Ich habe tatsächlich äh, Stäbchen. Ich habe zwar nicht viele, ich habe exakt drei Stück. Hier. In pink nochmal und in Orange. Diese Hypnosticks, die sich drehen und sowas, das habe ich nicht. Ich habe nur ganz einfache, relativ unscheinbare Stäbchen. So. Was halte ich von den Dingern? Die Dinger fangen Fisch. Funktioniert, fragt den Udo zum Beispiel. Der Fischt damit super gerne. Und fängt da auch mit, hat seine Erfolge damit. Alles gut. Ein ähm, bisschen zu der Entstehung ähm, zu, von diesen Stäbchen. Diese Stäbchen kommen aus Japan. Warum kommen die aus Japan? Kommen die aus Japan, weil, ähm, weil das gigantische Spoons sind für, ein, für einen Trout Area Bereich? Nein, die Japaner dürfen kein Gummi fischen. Sie dürfen keine Gummiköder fischen in Japan, weil das fast alles nur Catch and Release ist. Uh, der läuft da so ein bisschen anders, der mehrere Teiche, die quillen quasi über von den Fisch. Und du stellst dich da dran, fängst Fische und du die halt wieder. Er schmeißt die halt immer wieder. Dann nimmst du auch keine Fische mit. Und Gummiköder werden eben halt deutlich. Mikrofon und Tacken näher hier. Zack. Das ähm, Gummiköder werden halt auch mal gerne geschluckt und dann kannst du die Fische nicht einfach releasen, beziehungsweise der Fisch hat eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit. Äh, Deswegen dürfen die dort unten keine Gummis fischen. Und aus dem Grund, um einen Köder zu haben, der nicht so viel Spiel hat und um irgendwie ja, was zu bauen, was das Ganze ein bisschen ausgleichen kann, gibt es halt eben diese Stäbchen. So, was halte ich davon? Die bringen Fisch in einigen Situationen, die räumen auch gut ab in einigen Situationen. Es gibt auch eine, die schwören auf die. Wie gesagt, Udo zum Beispiel fischt die super gerne, die Sticks, und der fängt da auch mit. Super. Ich persönlich habe die nur aus einem Zweck und das. Der Zweck ist noch nicht eingetreten. <laughs> Und zwar der Trick ist, ähm, oder der Zweck ist, wir haben, oder ihr wisst ja, ich fische in der Trout League auch häufiger mit in Holland, Catch and Release. Und es gibt irgendwann ein, oder es gibt ein, ein Turnier immer im Jahr, da ist es ein Hardbait Cup. Sprich, du darfst keine Softbaits, sprich Gummis fischen, sondern nur Hardbaits, also Gummiköder. Äh, nur Spoons, keine Gummiköder. Und um trotzdem eben eine Möglichkeit zu haben, wie es die Japaner auch tun, habe ich eben drei von diesen, ja, X-Lure-Sticks quasi, die ich dann für dieses Hardbait-Turnier habe. Das ist tatsächlich der Hintergrund, weswegen ich diese Sticks habe. Aus dem anderen Grund habe ich sie mir nicht gekauft, weil ich mir denke, es gibt in anderen Situationen, gerade wenn Fische auf normale Spoons. Oh, Dozer! Nochmal mit 100 Bits dabei! <laughs> Vielen Dank, mein Freund, für die 100 Bits! Ähm, weil ich denke, dass, also. Es gibt es nicht, dass Fische auf Spoons nicht reagieren. Die reagieren vielleicht nicht auf dein Modell oder auf deinen Lauf oder auf deine Einholgeschwindigkeit oder auf deine Farbe. Aber häufig kriegst du auch mit anderen Spoons noch Bisse hin. Und ich glaube einfach, dass gerade für sehr passive Fische, Fische, die nicht viel Aktion haben wollen, es andere Spoons gibt, die einen besseren Job machen. Meine persönliche Meinung. Wir haben eine Daseinsberechtigung, wie gesagt, die liefern bei anderen Leuten Fisch. Ich fische tatsächlich dann lieber Gummi oder anderes. Persönliche Meinung. Also, du kannst dir gerne ein paar holen, das wollte ich damit sagen, Mike. Oder du kannst gerne mal ein paar versuchen, vielleicht ist das dein Ding. Ich persönlich fische dann lieber einen Gummiköder. Matti war Freitag bei Easy, wieder mega Beratung, hab gut zugeschlagen. Matti, komm doch auch Mittwoch vorbei, gerne, wenn du möchtest. Dann lernen wir uns vielleicht auch mal kennen. Rosa, kannst du mal in die. Montage mit Durchweichbinkern zeigen. Den Grundsatz habe ich soweit verstanden, aber noch nicht so ganz. Okay. Ach, Dose, du meinst es aus der Sprachnachricht. Okay. Ähm. Wie soll ich das jetzt am intelligentesten machen? Ich probiere es euch halbwegs anschaulich zu erklären. Ich habe jetzt nichts hier, um das ist gerade spontan. Ich kann ja gerne noch mal ein Video zu machen. Und die Idee kommt auch nicht von mir. Ne? Die, ich habe es nur aufgeschnappt von Alexander Rabot und kann es euch gerne erzählen. Also, das Problem ist mit gerade mit Presten, mit anderen Durchlaufblinkern, viele Leute scheuen sich davor, das Ding zu fischen, weil sie ja meinen, jedes Mal den Haken abschneiden zu müssen, wenn sie den Presten äh, wechseln wollen. Wie ist nun der Trick? Der Trick ist, du fischst einen, einen Vorfach, oder du nimmst deine normale UL-Route quasi, vorausgesetzt, die kann die Dinger auch werfen, hat genug Wurfgewicht. Du hast ja einen ganz normalen Snap dran. So, dann schnappst du dir ein Stück fluokarbon mit einer entsprechenden Stärke, ich sage mal so 0,25, 0,30er, auf dem das, ähm, der Press nachher laufen soll. Ruhig ein bisschen dicker wählen, weil die Dinger sind leider nie perfekt entgratet oder von der Lackierung gibt es noch ein paar läufer was auch immer. Die werden den fluokarbon nach einer Zeit aufrauen. Und wenn du Pech hast, reißt es dann beim Wurf oder im Zweifel im Drill. Also ein bisschen was dicker nehmen, dass ihr ein bisschen mehr Material einfach habt. So, auf die eine Seite machst du eine Schlaufe, machst du ganz normalen Schlaufenknoten und auf die andere Seite bindest du dann deinen, ähm, deinen Sprengring zum Beispiel und deinen Haken oder dein, deine Perle, Sprengring und einen Haken, je nachdem, das ist auch so eine Glaubensfrage, aber Udo macht es zum Beispiel auch gern so, der Alexander auch, nur Carbon, Sprengring, Haken, nicht mehr, keine Perle, nichts, so. Nun, davon kannst du dir einige vorbinden, sage ich mal. Also nur Fluocarbon mit der Schlaufe an der einen Seite und Sprengring und Haken. So, und dann baust du dir eine Art Aufzieher, einen Prestenaufzieher, so möchte ich es mal formulieren. Wie funktioniert das Ganze? Du nimmst dir irgendeine Montagerolle, Montageröllchen, ich habe es jetzt sagen, aber kennst dir einfach so, ein, so eine Schaumstoffrolle halt und ziehst dir da relativ dickes Fluocarbon drauf. Ich sag mal so, es reicht, wenn du dann Meter drauf hast, Fluocarbon. das ist dein Einfehler. Ja, ähm, eine Montagehilfe, ich sag mal so ein Meter und dann 0,40er oder sowas. Das ist schon relativ dick. Oder 0,50er. So, und damit ziehst du quasi nachher die Presten auf. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du hast nun ein Vorfach und möchtest einen Presten dort drauf machen. Nimmst du deine Einführhilfe, äh, also das Stück Fluorkarbon, einfach ein Stück Fluorkarbon, was da ist. legst das quasi durch den Presten. Hängst dann die Schlaufe von deinem Fluorkarbon, vom Vorfach, was du nachher fischen möchtest. Steckst du quasi in das, in das Fluokarbon von deiner Einfüllhilfe und steckst es durch den Presten wieder zurück. Ja, so dass du quasi, also eine Schlaufe, ein Schlaufe-Prinzip quasi hast und führst das nochmal durch den Presten durch. Und dann kannst du diese beiden Schnüre halt nehmen von deiner Einfüllhilfe und kannst dein Fluocarbon mit Haken durch den Presten ziehen. Schon hast du den Presten auf dem Fluocarbon. Das gibt dir dann auch die Möglichkeit später, wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt den Presten tauschen, dass du wirklich nur noch deinen Snap aufmachen musst, hängst dein separates Vorfach ab, ziehst den Presten runter, schiebst deine, deine Einfühlhilfe quasi wieder durch, steckst wieder die Schlaufe vom Fluorkarbon drauf, führst das Fluorkarbon wieder zurück, ziehst das quasi einmal wieder kräftig durch und schon hast du den Presten wieder neu auf dem Vorfach und du brauchst nicht 750 Vorfächer, auf denen die Presten fertig sind oder brauchst nichts abschneiden und so weiter. So macht man es quasi und ich hoffe, äh. Mein lieber Dosa, das war jetzt ein bisschen verständlicher. Ich hoffe. Also ich hoffe, ich konnte es dir jetzt vernünftig erklären. Und äh, dass das so ein bisschen verständlicher als war. Ist nicht einfach, gerade auch ohne jetzt Hilfsmittel oder sowas, aber ich hoffe, das war hilfreich. Kannst du mal kurz reinschreiben, ob es verständlich war. Wenn nicht, probiere ich es gleich nochmal irgendwie zu simulieren mit irgendwas. Aber kann man nicht auch eine Ködernadel nehmen? Natürlich kannst du auch eine Ködernadel nehmen. Eine Ködernadel macht es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher. Vorausgesetzt, die Ködernadel ist dünn genug, um sie durch den Presten zu bekommen. Kannst du auch mit einer Ködernadel machen, das ist gar kein Thema. Du musst halt nur irgendwas haben, um deine, deine Schlaufe mit deinem Knoten durch den Presten zu bekommen. Ob du jetzt ein Stück Flugcarbon nimmst, das du durch die Öse ziehst und wieder zurücksteckst, oder ob du eine Ködernadel nimmst, das ist Peng, das kannst du auch nehmen. Anderen Vorteil kriegst du dadurch nicht. Und schon hast du deine normale UL-Route mit einem Snap, in dem du deinen Prestenvorfach einlenken kannst. Kannst Presten fischen, wenn du keine Lust hast, nimmst es runter und weiter. Kannst normal Gummi weiterfischen oder Spoon oder weiß der Kuckuck was. Ja. Ja. So. Äh, so. Mike, Frage. Fischst du häufiger Wobbler? Welches ist das beste Modell für dich? In welchen Situationen setzt du auf Wobbler? Gerne auch ein Hinweis zu deinen Top-Modellen optimales Gewicht formen. Wobbler fischen ist ein riesiges Thema. Ähm, ich bin da ehrlich, ich fische nicht wahnsinnig häufig Wobbler. Wobbler ist nur für mich so eine Situation, eine Notlösung oder immer ein Versuch wert in Situationen, wo nicht viel funktioniert. Wo du zum Beispiel kaum noch Bisse auf Spoons bekommst oder gar keine mehr, kaum noch Reaktionen auf Gummiköder bekommst. Und ich nutze sie gerne auch dann, wenn der Fisch sehr oberflächennahe steht. Einfach weil ich. Die fische dann gezielt mit dem Wobbler anwerfen kann und ich auch sehe, wie der Wobbler zum Beispiel dann an den Fischen vorbeizieht und wie die Fische auf den Wobbler reagieren. Das ist immer so ein bisschen was mit Feedback zu tun. Ich fische tatsächlich wobblertechnisch habe ich nur zwei oder drei Modelle. Das sind, boah, ich könnte die gerade mal holen, dann kann ich es dir zeigen. So, aber wie gesagt, auf das Thema habe ich mich nicht versteift. Also das ist nicht mein, ähm, meine Kernkompetenz. So, ne? So möchte ich es mal formulieren. Ich habe jetzt zum einen, habe ich glaube ich schon mal gezeigt, das ist so eine meiner Wobblerboxen. Da seht ihr hier, das ist von, ähm, von Rob Lewis, der Barbie. Das sind alles Modelle in, ich meine in F. Das sind Floating-Modelle, die schwimmen. Kannst du halt wie gesagt dann komplett auf der Wasseroberfläche führen? Da ganz knapp drunter ist fast so ein bisschen wie so ein Topwater-Köder, der drallert dann wirklich an der Oberfläche hin und her und funktioniert sehr gut. Ich probiere jetzt mal einen hier wegzunehmen. Ihr kennt die aber. Wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Modell in F, also F steht für Floating. Auch hier, ich hoffe, man hört es. Hört man bei dem nicht, da ist keine drin. Aber es gibt ja auch nochmal mit einer kleinen Rassel zum Beispiel drin, dann machen die auch nochmal ein bisschen Dampf. Dann habe ich äh, einige Modelle, das sind hier quasi. Ähm, das ist S. Ne, SS. Ähm, das ist Slow Sinking, SS. Und dann habe ich noch ein paar hier in SSS, 3x S, das ist Super Slow Sinking, das heißt, die kannst du auch stehen lassen. Die sinken dann nur ganz langsam ab. Habe ich mal. Dann gibt es so ein paar Spezialköder, wenn auch gerade Fische zum Beispiel im Schwarm an der Oberfläche stehen. Ihr kennt es auch aus Erwins Videos. Das ist das, Herz genannt, das japanische Ei. <laughs> Hier, das erinnert sehr, sehr stark an ein Pellet. Und äh, kannst du dann wirklich super gut im Schwarm schmeißen oder einen Schwarm führen. Das kannst du gar nicht führen, das schmeißt du rein, das schwimmt da drin rum, dann kannst du es ein bisschen zupfen über die Oberfläche, dass du so kleine Sprünge drin hast. Und häufig dann wenn die Fische im Schwarm stehen aufgrund von Futterneid und aufgrund von diesem Geräusch auch das kannst du auch relativ weit werfen kriegst du dann halt die Bisse ähm, ähnliches Prinzip ist das Ding hier Das sind so Pellet Blinker sage ich mal man sieht es vielleicht auch von der Form her sind sehr Pelletartig und äh, die Dinger laufen tatsächlich auch äh, ja sehr oberflächennah schwimmen auch und die kannst du dann auch äh, auf der Oberfläche führen. Die kannst du ein bisschen besser aktiv fühlen, weil die noch ein bisschen Bewegung drin haben. Dann habe ich hier einen sehr schönen Wobbler. Von einem äh, Nachwuchstalent, der jetzt anfängt mit Wobbler-Lackierung und Spoon-Lackierung. Habe euch auch schon mal vorgestellt. Super genial lackiert. So, den habe ich noch. Wie gesagt, das war ein Geschenk. Dann habe ich noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Den hier, ein ganz kleiner Wobbler mit nur einem kleinen Mini-Einzelhaken. da habe ich mal Geschenke gekriegt. Läuft auch sehr, sehr, sehr oberflächennah. Und dann noch ein bisschen größer. Hier, das ist ein Trikol SP. Hier, auch ein relativ großer Wobbler im Verhältnis. Und dann habe ich nur noch eine Box, das ist so ein bisschen themenspezifischer, die kriegst du aber leider kaum noch. Das sind Samu-Wobbler. Auch relativ groß. Meine 35, 38 Millimeter. Ähm, Samu heißen die mit Z. Jetzt hier, vielleicht das sind es alle so limitierte Sonderfarben zum Beispiel. Samus. Ähm, die habe ich auch da. Die gibt es aber nicht in S oder weiß der Kuckuck was. Die haben alle eine 38er Größe. Die haben alle eine äh, Größe. Und die haben auch hier, ich hoffe man hört es. Die haben Rasseln zum Beispiel drin. Guckt euch mal die Farbe an. Gold, Rot, Metallic. Und wie gesagt, das ist für mich immer, wenn gar nichts mehr geht, lohnt es sich doch meistens nochmal mit einem Wobbler loszulegen. Und äh, häufig klappt es dann auch noch. Weil wie gesagt, ich bin kein Wobbler-Experte, da haben andere Leute mir noch oder aktuell etwas voraus. Aber dann, die nutze ich jetzt zum Beispiel. So. Also, Mike, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. <laughs> ähm, Troldedict ist auch da. Moin. Denn war Freitag und unter Mauerbach war mega schlecht. Uch, wie kommt das denn? Normalerweise ist doch unter Mauerbach immer ziemlich gut. Für Bait habe ich auch eine Box und zwar eine von Obi. Da passt um mit 15 Powergläser rein. Oh, Mike, schick mir das doch mal gerne. Äh, einfach per privater Nachricht irgendwie auf Instagram oder auf Facebook. Das ist interessant. Interessant. Obi-Eurobox System, Taurobox Vollwand 30x20x7. Aber in 7 cm dürfte doch keine powerbed reinkommen. Die haben doch schon 7. Die Dinger. Die müssen doch ein bisschen höher sein. Das kann doch nicht sein, dass da sie, bei 7 cm, dass die da reingehen. Ach so, das ist nur so eine Eurokiste. kiste okay. Also eine Kiste. Ich meine richtig eine Box, also so eine. Ja. So ein so Kleinteilbox quasi mit Deckel zum Zumachen. Das ist richtig so eine Kiste, okay. Ich habe die Playstation 5 jetzt schon fleißig genutzt. <laughs> ja. 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 So, Matti. Hätte gerne für die Wintermonate eine monophile Schnur. Was empfiehlst du? Boah, Mono ist ganz schwierig. Monophile Schnüre. Habe ich nicht wahnsinnig viele Erfahrungen mit monofider Schnur. Also habe ich schon, aber jetzt nicht für den UL-Bereich. So ehrlich musste ich da an der Stelle ja sagen. Ich habe drei oder vier Schnüre bisher im Mono-Bereich so aktiv gefischt. Jetzt nicht nur auf irgendeiner Standrute gehabt, sondern so ein bisschen gemacht. Sind wirklich aktiver gefischt. Das war die Tatanka von Tubetini habe ich schon gefischt. Ich habe die Stroft, habe ich schon gefischt. GTM, glaube ich, ist das. Ich habe eine äh, Flugkarbonschnur schnur schon gefischt, habe ich euch auch schon mal gezeigt, die der Alexander Rabo auch fischt. Und ich habe die Gorilla-Schnur von FTM auch schon gefischt. Ich kann euch nur einen Tipp geben: Für mich, persönliche Meinung, beste Schnur ist von Stroff, die GTM. Hammer-Schnur. Also, wenn du eine Mono suchst, Strofft. Es führt da keinen Weg an Stroff vorbei. Die GTM ist das, meine ich. GTS, GTM, glaube ich, ist das. Ich meine GTM. Ja, ist die GTM, die kaufst du dir und dann, wie gesagt, Schnurstärke musst du halt gucken für den Winter. Ne? Gut ist bei stroft auch bei der GTM, die gibt es in so feinen Abstufungen. Ich meine, die haben irgendwie alle 0,05 mm eine Abstufung. Ja, die gibt es als 04, nee, als äh, mm. 0,1 mm. 0,01 mm. Also gibt es als 015, 016, 014, 013, 012 und so weiter. Da kannst du ja nicht passend raussuchen. Werd nicht zu so dick. Das ja, Monoschnüre eh schwerer zu schmeißen und so weiter. Auf jeden Fall stroft GTM. Wenn eine Mono, dann stroft GTM. Meine persönliche Meinung. <laughs> ich möchte jetzt niemandem einer sagen, nein, das stimmt gar nicht, die und die ist viel besser. Ich mag die stroft GTM. Ah. Bernd sagt, schade, Mittwoch bekomme ich nicht hin. Ah, oh, schade, Bernd. Wäre echt cool gewesen. Also. Vielleicht kannst du noch immer schubsen. Ja. Frage. Wann kommen die Sprechringe Wanfuck? VSR B Größe 1 für Spoons beim Easy in den Shop. Das ist eine sehr gerechtfertigte Frage. Mike. Werde ich morgen mal mit dem Easy besprechen, wann die kommen. Die müssten eigentlich auch jetzt kommen. Also. Sollte eigentlich wirklich da sein. Benny schreibt, extra Urlaub genommen für Max am Mittwoch. Oh, mach mach sowas nicht. <laughs> extra Urlaub für mich, das ist ja krass. Wie gesagt, so, erstmal Angel fertig machen für morgen, ja, dann mal ran ans Werk. Max, hast du schon überlegt, wie lange die Trouts laufen lassen äh, möchtest, beziehungsweise wann der resettet ist? Ja. Ähm, ich habe mit dem Easy noch nicht gesprochen, was an ähm, Troutpunkten ist. Eine Idee wäre gewesen, das Ganze heute auslaufen zu lassen. Fand ich ein bisschen blöd, weil wir uns ja letztes Mal noch nicht einig waren. Und dann hätten manche Leute vielleicht die Möglichkeit nicht mehr gehabt, heute vielleicht noch die entscheidenden Punkte zu sammeln, um in die Top 3 zu kommen. Weil die Top 3 kriegen ja irgendein Präsent, irgendwas äh, Schönes von uns. Und wir werden das jetzt nächste Woche Sonntag am 6. Auf auslaufen lassen. Also am 6.12. wird das Ganze auslaufen. Mal gucken, vielleicht bin ich mit äh, Dave und. Dennis und so beim Easy Bin, mal gucken, vielleicht gehen wir dann im Laden nochmal kurz live, aber ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ähm, aber nächsten Sonntag am 6. ist auch ein schönes Nikolaus dann vielleicht für den einen oder anderen wird es, ja, wird es dann äh, losgehen. Da werden definitiv die Punkte aufgelöst, sprich die ersten drei, bekommen irgendein cooles Präsent, eine coole Feedback-Aktion quasi von, von mir dann für euch. Und äh, da wird es dann resettet. Dann geht es von neuem los. Also, ihr habt noch bis nächste Woche Sonntag nach dem Stream. Ich hätte so gesagt, 19 Uhr wird das Ganze resettet dann auch. Oder sagen wir 19.15 Uhr. Dann bleibt es interessant. Um 19.15 Uhr werden dann die drei Gewinner gekürt. Äh, Wäre natürlich schön, wenn die drei Gewinner hier auch im Stream wären. Dann äh, könnte ich euch mitteilen, was ihr gewonnen habt. Und auch, ähm, ja, wir müssen mal gucken. Wir werden, ich möchte nicht zu so viel verraten, sonst verplappere ich mich gleich wieder. Wir werden das dann, also ich werde es euch zeigen nächste Woche Sonntag und dann werden wir uns das Ganze anschauen. So. Einziger Wermutstropfen könnte nur sein Sascha. Es ähm, könnte passieren, da bin ich mir noch nicht sicher. Es kann passieren, dass eventuell nächste Woche Sonntag, das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig kein Stream stattfindet, weil ich eventuell angeln im Angelparadies Steinbachtal bin, weil äh, fällt mir gerade ein weil dort ein Benefizfischen ist. Ich meine, dort wird wieder für, oh, ich müsste gerade mal gucken, für wen ich meine, für wieder Kinderkrebshilfe oder sowas. Obdachlosenhilfe Dortmund. Das ist ein Benefiz-Event für die Obdachlosenhilfe Dortmund und ihr wisst, bei solchen Sachen eigentlich, wenn ich dort gefragt werde, bin ich immer am Start, weil ich es schön finde, für einen guten Zweck ein bisschen Geld zu sammeln. Und gerade von uns Anglern, ähm, ja, mir geht es dann meistens so, dann kaufe ich mal irgendwie nicht zwei, drei, vier, fünf Spoons irgendwie im Monat, sondern müsst ihr dann den Betrag wirklich lieber ein gemeinnütziges Projekt, wo ich auch wirklich weiß, die Sachen kommen an. Und äh, gerade jetzt, Leute, es mit draußen wieder sehr kalt. Wir haben heute schon unter 0 Grad gehabt hier bei uns. Unsere obdachlosen Mitbürger, die vielleicht auf der Straße leben, die können es dann vielleicht ein bisschen besser gebrauchen. Und deswegen... Ach, Möchte ich eigentlich oder wäre es cool, dort dran teilzunehmen. Deswegen kann es passieren, dass der Stream ausfällt. Weiß ich nicht. Werde ich euch nochmal zu informieren. Muss ich aber auch gucken. Wenn ich aber auch ehrlich mache, ich davon ein bisschen abhängig, wie das jetzt mit Corona aussieht, mit den Fallzahlen und so weiter und so fort. Ja. Aber viel zum Thema Proudpoints. Äh, Krisa, wann kommt ein neues Video? Ich hoffe bald. Also ich habe jetzt einen... Ich letzte Woche erklärt einen Cutter der mir vielleicht helfen kann oder mit in dieses Projekt so ein bisschen einsteigen möchte. Ähm, müssen jetzt mal gucken. Vielleicht hat der ein oder andere es schon gesehen. Mir hat auch noch ein Bekannter ein bisschen bei Thumbnails etc. geholfen auf YouTube. Ich kann mal gerade gucken, ob ich euch mal vielleicht so ein, zwei, zwei zeigen kann. Äh, wirklich coole Dinger dabei gewesen. Wir ähm, müssen halt nur gucken, ob ich, ähm ob ich das zeigen kann. Ich denke schon. Ja, sehen schon echt gut aus. Ich die mal an hier. Ich hoffe, man sieht es. Das ist so der Standard, den ich hier mache, irgendwie an Thumbnails und mit so einer roten Schrift. Und die drei jetzt zum Beispiel sind von ihm gekommen. Ich denke, den Unterschied sieht man und ja. Ich hoffe halt auch, dass das eventuell weiterläuft, dass man da auch nochmal vielleicht ein bisschen videotechnisch oder sonst was zusammenrücken kann. Wie gesagt, ich habe da. Korrespondenz mit einigen Leuten zum Glück momentan. Und wollen wir mal gucken. Ich weiß alles noch nicht, wie das enden soll. Gibt da auch noch eigentlich jemand, mit dem ich gerne arbeiten würde? Ach, ich, ich, ich werde es sehen. Also ich hoffe, dass bald ein neues Video kommt. Äh, Rohmaterial, dafür habe ich schon hochgeladen und wir wollen dann mal gucken, wie und wo und äh, wie auch immer man das vielleicht für euch dann jetzt aufbereitet und zur Verfügung stellen kann. Also, ich hoffe, bald fertig. dem <laughs> um, ist so. Du hast die Abu Carabus Delicate kaputt gemacht. Oh. Ja, Mann, das tut weh. Aber ich hoffe, Easy hat Ersatzteile oder Ersatzspitzen da. Aufs Wasser äh, dürfen im Verein nur die Vereinsboote. Alles Weitere sieht der, Fischer, sieht der Fischer extra. Und somit muss man extra zahlen. Auch mit dem Bellyboot. Okay, das muss ich mir mal anschauen, wie das bei uns ist. Ich hoffe, dass das da nicht so wahnsinnig viel ist. Ah Krisa sagt mit Bulldog und Press noch nicht so Erfolg hat. Hm. Kriege ich gerade schon die nächsten Nachrichten hier. So. So. <laughs> Aha. So, ah, Frage Wobbler, würdest du einen Rob eher zu Barbie zu Mama Barbie raten tendieren? Das kannst du uns nicht sagen, das kommt drauf an. Das ist das gleiche, ja. Die Mama zum Beispiel hat einen etwas anderen Lauf als der, als der Barbie zum Beispiel. Ich habe einfach noch keine noch keine spoons zum Beispiel. Ich habe bisher noch die Kosten gescheut, mir für 15, 16 Euro einen Wobbler zu kaufen, was die absolut wert sind. Ich möchte jetzt nichts Negatives oder wieder so eine Preisschlacht da irgendwie oder Dis Diskussion lostreten. Die sind ihr Geld wert. Ich habe nur einfach noch nicht den Anreiz gehabt, mir 5, 6 Stück zu kaufen für... Äh, den Kurs und deswegen habe ich es noch nicht getan. Ich fahre mit dem Barbie momentan ganz gut, kleine Einschränkung. Ich glaube, der Barbie wiegt 1,6 Gramm oder sowas um den Dreh. Du kommst halt nicht so weit wie mit der Mama. Die Mama ist deutlich schwerer, so größer. So. Der Unterschied zwischen SS und SSSS ist nur 0,1 Gramm. Das kann sein, Mike. Es kommt aber nicht drauf an, wie der Unterschied ist, sondern aus was der der, ähm, der, der Wobbler gebaut ist und auch auf die Tauchschaufel zum Beispiel. von ändert sich viel. Ähm, das muss nicht nur immer im Grammbereich sein oder im 0,1 Gramm Bereich, sondern das können viele andere Faktoren, die für ein Absinkverhalten oder ein Laufen des köders verantwortlich sind, können das sein. Sascha G. ist das ein zec an deiner Cap? Du hast du bist ein Schlinge, Sascha. Ja, ist es. Habe ich jetzt diese Woche mir mal gegönnt, wollte ich immer schon mal haben. Euch, ich kann es euch mal gerne zeigen hier, ganz praktisch. Ähm, hier oben ist so ein, das ist ein, ja, so ein Clip, den macht ihr hier seitlich quasi mit so einem Clipper euch an der Mütze fest. und habt ihr hier so einen Schnurklipper, um zum Beispiel auch geflochtene Schnüre zu schneiden, wirklich super scharf. Dann könnt ihr euch den Schnurklipper hier oben an der Mütze festmachen und ihr verliert ihn nicht. Und hat nun der, den Vorteil, wenn ihr irgendwo am Angeln seid, ihr müsst mal kurz irgendwie was abschneiden oder einen Hänger oder weiß der Kuckuck was, ihr kommt relativ einfach dran. Und dann macht man den hier oben wieder hin und schon verliert man den nicht. Weil ich bin so ein Typ, ich habe einen richtig sündhaft teuren zum Beispiel von Shimano gehabt, richtig mit so einem Pin-on-the-Reel, also mit so einem Ausziehband und so. Und das Ding ist weg. Ich weiß nicht, wo ich es hingepackt habe. Ich wette, meine Freundin hat das wieder irgendwo hingeräumt, irgendwo hingepfeffert, weil ich habe es irgendwo liegen lassen uns in der Wohnung, und dann meistens sind meine Freundin aus und pfeffert es mir ins Büro. Ja, nicht, aber die legt es mir irgendwo hin und ja. Dinge, die ich nicht weiß, wo oder dass ich sie hier irgendwo hingelegt habe, die sind für mich weg. Die, die, da habe ich keinen Bezug mehr für. So, wenn sie dann irgendwie eine Schublade aufmacht, die Sachen da reinlegt und das ist eine Schublade, wo ich nicht häufig reingucke, dann finde ich den wieder wochenlang nicht. Ne? Also das ist eine Katastrophe, aber hier jetzt macht man kurz von der Mütze ab, zack, kann seine geflochten oder seine sein Flohcarbon, kurz kürzen. Und wenn man fertig ist, kurz hier oben, zack. Der Magnet ist auch super stark oben an die, an die Kappe. Und schon weiß man immer, wo das Ding ist, fällt auch nicht weg und das haftet auch ziemlich gut. Hier seht ihr es, ich gehe jetzt mal mit dem Finger drüber. Also nicht, dass es einfach abfällt oder so. Das ist schon, ist schon, ist schon ziemlich cool, das Teil. Und das habe ich mir jetzt mal gegönnt von Zack. Und das ist bei mir oben an der Mütze. Gut aufgepasst, äh, mein lieber Sascha. Feines Auge. Bernd ist raus, Abendbrot mit Frauchen. Jo, alles klar. Bernd, dann mal guten für dich. Frage zu den Wobbler-Fragen. Ist es so ähnlich wie bei den Spoons, schockige Farben plus Erdnaturfarben? Ja. Ja, in der Theorie ist das so. Und hier steht meine Hünde neben mir, wo gestreichelt werden. Oh Gott. In der Theorie ist das so. Wenn du rein Wobbler fischen möchtest, ist das so. Andersrum. Ich benutze eigentlich Wobbler nur dann, wenn auf Spoons oder Gummis nicht mehr viel geht, keine Reaktion erfolgt. Dann fische ich aufgrund der hohen Aktion und des der außergewöhnlichen Laufs Wobbler. Dann ist davon aber auch nicht auszugehen, dass die Fische auf die Schockfarben reagieren, weil die wahrscheinlich schon vorher 57.000 Spoons und 35 Gummis mit Schockfarben gesehen haben. Also habe ich die Wobbler meistens nur in sehr passiven oder gedeckten Farben. Ich kann jetzt hier zeige ich nochmal bei den. Ja, Alka, du musst einen Moment warten. Bei den Mamas zum Beispiel, bei den, bei den Barbies. Schau mal hier rein. Da ist quasi nicht eine richtig krasse Schockfarbe dabei. Also wir haben hier mal einer, der so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Das ist das Ding hier. Das ist ein bisschen schockiger aber ich kaufe mir jetzt nicht nur irgendwelche Schockfarben und hier ist auch wieder ist doch die Kugel drin, die sehe ich doch von hier. Und hier siehst du auch mal den Grund, warum die ähm, Wobbler alle das Ähnliche wiegen können und trotzdem anders absinken. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Das ist jetzt zum Beispiel fast durchsichtiger und ich hoffe, ihr seht: oberhalb des ersten Hakens, da sind im Innern Bleie verklebt. Je nachdem, wo die Bleie sitzen, ob die zum Beispiel am Schwerpunkt des Köders sitzen, weiter vorne, weiter hinten, mit dieser Wobbler eine andere Lauftiefe und anderes Absinkverhalten haben. So lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist mein, meine einzige Schockfarbe, die ich zum Beispiel habe. Der Rest ist halt wirklich. Äh, na gut, den habe ich jetzt nochmal noch als SSS, aber sei es drum. Aber das. ich habe keine wirklichen Schockfarben. Ich habe halt, wie gesagt, diese typischen Farben, die Erwin auch zum Beispiel bei sich jetzt im Shop hat. Hier solche brauntöne zum Beispiel. Grau, mal an Durchsichtigen mit so kleinen Perlchen drin und so weiter, aber jetzt nichts extrem Schockiges. Wie gesagt, ich persönlich fische halt Wobbler dann nur, wenn keine Gummis oder Spoons mehr hundertprozentig laufen. Aber ja, in der Theorie kannst du natürlich auch Wobbler mit Schockfarben fischen. Kannst sie da reinknallen und kannst morgens theoretisch auch schon mit Wobbler fischen. Das ist aber halt nicht die Art, wie ich die Wobbler führe und was ich damit tue. Geht theoretisch schon. Ja. Mike schreibt, die beste Wobblebox ist für mich die Mayo reversible D86, ja ist es auch. Beidseitige kleine. Ach, ihr seht den Hund im Hintergrund, ne? Alter, gehst du jetzt mal bitte wieder bei dir auf den Platz? Machst du das? Geh mal wieder auf deinen Platz. Ich hab davon gesehen. Den kleinen Hund, ja, ja. Ja, ist eine geile Box, gerade für unsere Forellenwobbler, die kleiner sind. Da kannst du die D86 die gut für nehmen. Klein, beidseitig, knallst du in deine Wobbler rein, funktioniert gut. So, stroft ist super, sagt Grisal, siehst du. Eine teilen sich die Ich lieber die Tubatini Tatanka im Monoschnur. Die 012er, 014. Damit habe ich Fische mit 4,5 Kilo gefangen. Ohne Probleme ist es auch, Udo. Die Tat Tatanka finde ich auch genial. Man weiß ja auch nicht, vielleicht kommen ja auch alle Monoschnüre aus der gleichen Fabrik oder weiß der Kuckuck was, aber die GTM ist einfach so eine Schnur, die hat nicht wahnsinnig viel Abrieb, die funktioniert, ähm, die ist erprobt schon über Jahre. Die Schnur ist ja auch schon relativ alt, die funktioniert gut und der kann nicht gute Vertrauen schenken. Ich finde die Tatanka auch gut. Mein Bruder fischt die Tatanka, ist super zufrieden in 014. Ich selber fische auf all meinen Tremarella-Routen die Gorilla-Schnur, weil die schwarz ist, weil die sich im Tremarella-Bereich sehr durchgesetzt hat über die gerade ich finde halt die Stroft GTM Top Schnur in vielen Bereichen nicht nur bei uns im Forellenbereich auch im Karpfenbereich oder sonstige Geschichten vorausgesetzt die wollen mit Monofischen, fischen ne? ihr wisst es aber die Dinger funktioniert es funktioniert halt Und wie gesagt die Gorilla schreibt der Luca auch noch mal die UC4 die ist top funktioniert fische ich auch gern Matti schreibt, hat mir Freitag auch die Abu Garcia Delicate gekauft beim Easy. Eine richtig feine Stöckchen, die XL für Gummi. Waren gestern bei High war ein Megatag. Ey, Matti hört sich cool an. Hm. Mich haben auch ein paar Leute auch angeschrieben, sagten, ey Max, jetzt auch die Aktion bei Spoon.fishing. Ich weiß nicht, habt ihr übrigens schon gesehen, dass die Mega-Aktion haben bei Spoon.fishing gerade? Bei Spoon.fishing laufen ja gerade die Black Friday Aktion, so möchte ich es mal formulieren. Und da gibt es auch wirklich gute Pakete, die ihr kaufen könnt. Ich will ja jetzt nicht Werbung machen, also aber teilweise sind da schon echt Pakete dabei. Ich zeige euch das mal eben. Hier zum Beispiel habe ich jemand empfohlen, der sagte, nee, mit der Abu-Garcia, hm, wenn nicht so sein, was ich nicht verstehen kann. Aber guckt euch das mal an. Richtig, das ist übrigens die Karabus, die der Matti gerade äh, schreibt mit einer Augas Rolle schon dabei mit einer Sunline 04 PE perfekt das Ding und sechs Antons Boons quasi alles was ihr braucht nur noch ein paar Snaps und Flo Carbon dazu 431 schleifen. Mega Preis, mega Preis. Also wer anfangen will und sagt oder auch für euch vielleicht der einem Kumpel oder Verwandten was Gutes tun will für Weihnachten, kauft so ein Set. Ich finde das Set genial, also das alles drin was man braucht oder auch hier der Mayo der Mayo Deal, 99 Euro für eine Mayo Box, 6 Anton Spezial und 2 Rotholder. Das ist auch richtig gut. Oder auch hier eine Ninja, 49,99 mit der Siglon schon dabei, auch in 04p. Also, die haben teilweise richtig, richtig gute Angebote. Ja. Weiß ich nicht. Auch hier im Übrigen, wer noch keine vernünftigen Haken hat, ja. Mein Lieblingshaken für die Gummiangelei, ja, der Softlo-Hook von, von ASB, eben von Fishing, Mega-Haken. Da steckt mega viel äh, Entwicklungsarbeit drin und ist auch jetzt schon erprobt. Den fische ich fast nur 3 Euro die Tüte. Anstatt 4,39 Euro. Ein super Preis. Schlag dazu, wer noch ein paar Haken braucht, deckt euch ein. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen Schnapper zu machen. Und hier sind übrigens auch Mike dazu letzte Woche nachgefragt, die Wiley X-Brillen. Die Polbrillen, meine Lieblingsbrillen, die ich leider nicht tragen kann, <laughs> aber Topbrillen, und ihr seht es auch teilweise. Guckt mal von 150 oder von 100, hier, 193 Euro reduziert auf 119. Top-Preis, ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt. Es gibt niemanden, zumindest keine, nicht ich gefunden habe, der einen attraktiveren Preis gerade für YDX-Brillen hat. Also, wenn ihr noch ein paar Sachen haben wollt, schlag dazu. Die Aktionen gelten noch bis heute 0 Uhr. Dann ist das Thema dort vom Tisch. Ja, und da auch nochmal Matti, das Stöckchen ist gut, die Karabus. Das ist eine super Einsteigerroute, so möchte ich es mal formulieren. Ich finde, die, die macht einen sehr guten Eindruck, die Route. Ich habe sie leider noch nicht fischen können, aber alles, was ich von, den, von der gehört habe, war bisher sehr positiv. Ist halt eine abgespeckte Variante, eine, schon eine sehr stark abgespeckte Variante, aber ist eine abgespeckte Variante. Der Diplomat. Und äh, kommt zumindest halt eben aus der gleichen Schmiede. Und äh, ja, ich vertraue Abu, muss ich fairerweise sagen. Also bisher keine Route, die ich von Abu in der Hand hatte, im Forellenbereich zumindest, hat mich enttäuscht. So, und ich habe bisher auch nur Positives gehört über die Routen aus dem Raubfischbereich. Und mal gucken, vielleicht, ich habe es ja gesagt, vielleicht gönne ich mir da auch mal eine Route von Abu im Raubfischsektor. Dann wird es interessant. Aber Matti, freut mich auf jeden Fall, dass du damit Spaß gehabt hast und dass du da abgeräumt hast. Coole Geschichte. Auch seit ein paar Wochen den Clipper. Echt coole Sache. Nie wieder das Gesuche oder erst, äh, oder erst an die Box eben. gerade manchmal muss es schnell gehen mit dem Abklippen, gerade wenn man sich irgendwie mit seinem Nachbarn gegenüber dann mal irgendwie hatte oder so. Kann man schnell agieren, kann schnell schneiden, macht einen schnellen Knoten, ist das Thema durch, bis man an eine Box ist und die Sachen rausgesucht hat. Das bockt mich gar nicht an. Der Clipper ist super. Eine mega Idee, sowas einfach mit so einer Halterung hier für die Mütze zu machen. Dass wir wieder da nicht drauf gekommen sind von Das wundert mich ein bisschen. Aber da an der Stelle, Carsten Zeck, schöne Grüße an dich. Super, super, super Produkt. Scharfer Clipper funktioniert. Geiles Teil. Vielen Dank für die Innovation. So, das muss man auch mal sagen. <laughs> so. Dieser fragt, was dampfst du? Bald kommt Spekulatius wieder. Äh, nein. <laughs> Ich dampfe gerade. Ich will da jetzt keine Werbung für machen, weil ihr wisst, der Rauchen und Dampfen ist schädlich und gesundheitsschädigend. Es ist aber Zitronentraum. Es schmeckt auch wirklich sehr zitronig. Ich freue mich schon, da ist es bald wieder an der Zeit für. Ob ich es Ist aber gerade nicht. Doch, hier. Ha. Mega geiles Teil. Das ist Winterapfel. Das ist so Apfel mit Zimt, mit... Ja, da ist auch ein bisschen Spekulatius mit drin und so. Das ist im Winter richtig lecker. Das darf ich sehr, sehr gerne. Ja. So. So. <laughs> also, wie gesagt, Chrisa äh, hat es auch nochmal geschrieben. Die liegen überall teilweise bei 190 Euro. Jetzt für 119 Euro. Äh, Mega Preis. Auch Berkeley Powerbyte reduziert für 3,79 es gibt einen Mega-Deal, äh, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann, wo wir noch kurz drauf eingehen wollen. Da müsst ihr aber wissen, welche Größe ihr haben wollt. So ist das heißt, dieser Deal hier: Waterland-Spoon-Tasche, ne? Ihr kennt sie hier. Die habe ich übrigens auch, aber ich habe sie in der Größe L. Das sind die Waterland-Taschen, die ich auch sehr gerne benutze. Oder eigentlich nur benutze, ich habe keine anderen. Ähm, auch in der Größe L und jetzt mit äh, vier Anton Spezialspoons in 2,8 Gramm, ja, für 39,99. Wie gesagt, sonst kostet es halt. Also ihr spart 18 Euro. Das ist doch mal ein Wort zum Sonntag, denke ich. Ähm, ja, das ist nicht ein Prozent viel. Das ist aber 20, 25 Prozent oder was an Rabatt? Das ist doch schon mal, ist doch schon mal ganz nett. Also wie gesagt, guckt es euch noch mal an, wenn ihr sagt, ihr habt noch ein bisschen Black Friday Rab äh, Taschengeld, könnt euch das dann. Äh, Habt ihr auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Schnapper gemacht. Noch vier Wochen, dann gibt es bei mir Doppelgeschenke. Ach ja, weil du ja weihnachten geburtstag hast, glaube ich, oder sowas, ne? Benny, <laughs> da war doch was. <laughs> äh, so, Leute, ich muss euch jetzt mal was fragen, die letzten paar Minuten. Und zwar hoffe ich da auf eure Schwarmintelligenz, auf eure ähm, Ideen, auf eure, auf eure Mithilfe, weil ihr da vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht habt als ich. Ich suche eine vernünftige und anständige Kopflampe. So, eine schöne, eine schöne Lampe, die man gut tragen kann, also die relativ bequem ist. Gerne auch nur mit einem Band, sage ich mal, so um den Kopf, nicht unbedingt so. Gerne auch mit einem etwas stärkeren Akku drin, sprich, dass man entweder den, sag mal, einzelne Batterien hinten zum Beispiel ein akku hat, aber vielleicht ein paar mehr, dass die... Laufzeit relativ hoch ist, also dass man die Lampe wirklich auch ein bisschen länger tragen kann. Gerade auch jetzt in der dunklen Jahreszeit, also nicht halbe Stunde an und Akku ist leer, das wäre blöd. Und oder <laughs> einen, den man vielleicht sogar per USB nachladen kann. Und natürlich schön hell sollte das Teil sein und sollte jetzt auch nicht 150 Euro kosten oder sowas, sondern einfach eine Kopflampe, wo ihr sagt: Ey Max, die habe ich vielleicht schon ein bisschen länger, kostet auch nicht die Welt, ist ganz vernünftig, die kann ich dir empfehlen. Darf wir jetzt mal vielleicht ein bisschen auf eure Schwarmintelligenz. Luca fragt, ist die andere Schnur von YKB Easy auch gut? Äh, ja, die ist auch sehr gut. Du meinst die, ähm, boah, wie heißt sie, die, boah, irgendwas mit Metal, ja, EGI Metal X4, ja, die ist sehr gut. Eine vierfach geflochtene Schnur ist nicht zu vergleichen mit der. Ich habe ja die achtfach geflochtene Schnur, die Real Detex, aber ähm, die geht auch schon richtig gut. Wenn du überlegst, die 0,4 PE hat acht Lips, sprich ungefähr 4 Kilo Tragkraft. Eine 0,4 PE Schnur ist das ziemlich gut. 19 Euro, gut gearbeitet, auch in dieser Multicolor-Version, wirklich schön. Also die ist wirklich gut, die egi Metal. Kannst du, wenn du noch keine vernünftige hast, Luca, kannst du die gerne gönnen. Eine von Fish Innovations, anderthalb Jahre. Die ist top, sagt Grisa. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal ein paar nennen. Ich möchte mir nämlich tatsächlich eine kaufen. Ich weiß noch nicht, was man nehmen sollte. Okay, wir haben neun Follower mit mir auf dem Kanal. Deine Mutter. <laughs> Herzlich willkommen in meinem, äh, auf meinem Kanal. Vielen Dank hier für deinen Follow. Ähm, ja. Meine nächsten Sascha G. nimmt die auch von Fish Innovations. Aha. So, Integriertem Akku, USB-Anschluss im Auto, Powerbank geladen werden kann, ein Ausschalter, Knopf Bewegungssensor. Aha. Schnelligkeitenstufen von 4 bzw. 30 Stunden Akkulaufzeit. Blinkmodus verfügbar, Lieferung inklusive USB-Kabel. Okay, sind die Akkus, die sind nicht tauschbar, ne? Also, wenn der Akku leer ist, ist er leer, man kann ihn nicht einzeln tauschen. Und hier steht auch nichts dabei, wie viel Lumen das Ding hat, also wie hell das Ding ist. Hm. Muss ich mir trotzdem mal angucken. Aber hört sich interessant an, wenn das Ding ganz gut ist. Ich das gerne mal an. Deine Mutter, was geht, bin neu. Ähm, bist du Angler, deine Mutter? Angelst du gerne? Magst du Fisch? Keine Ahnung, möchtest du dich im Angelbereich etwas weiterbilden oder verfolgst das Ganze schon, dann bist du hier bei mir genau richtig. Das geht hier ab. <laughs> hier geht es echt um das Thema Angeln. Und ja, wenn du da Fragen hast, gerne mit einsteigen möchtest oder vielleicht schon eingestiegen bist und Infos brauchst, ähm, das geht hier bei uns ab. Jeden Sonntag immer von 18 bis 19.30 Uhr. Ungefähr. Hat einen No-Name, aber ist top. Okay, Dosa, welcher hast du? Okay, Micha schreibt, hat mir gerade eine gekauft. Guck mal, Stirnlampe wieder auf Ladbare. Super, okay, kannst du mir das vielleicht mal einfach einen Link schicken gleich bei Facebook oder bei Instagram oder so? Auch gerne hier bei Twitch auf eine private Nachricht oder sowas. Ähm da wird nämlich schon wieder viel verpixelt und sternchen weil, weil da wieder was angegangen ist. Ja, das ist der Filter, da willst du nicht, äh, willst du nicht schreiben können, weil hier viele Leute waren, die böse Sachen gespammt haben. Da mussten wir den Spam-Filter etwas höher setzen und deswegen wird das gerade weg, weggehauen. Okay, finde die mega. Nein, ist nicht tauschbar. Okay, aber bis zu vier Stunden noch voller Intensität, das hört sich ja nicht schlecht an. Lisa, kann man gleichzeitig laden und die Lampe anhaben. Das wäre noch ganz interessant kann man zum Beispiel eine Powerbank wirklich auch als Powerbank nutzen und gleichzeitig anhaben und laden, das wäre ja gar nicht ganz interessant. Holgibenschau bei LED Lenser, die es in verschiedenen Ausführungen, ja, habe ich auch schon gesehen, habe ich mir auch schon ein paar äh, Reviews drüber angeguckt. Die kosten aber auch ordentlich Geld, ne? Also ein LED Lenser, ähm, die Kopflampen kosten richtig Kohle. Also je nachdem, welche Ausführung man nimmt. Aber da kann man auch schon mal richtig Geld für bezahlen. Ne? Also da kann man auch schon mal ein paar Euro für über den Tisch legen. Über den Tisch reichen, so rum. 299, 169. Hui. Da geht es schon richtig ab. Selbst wenn man irgendwie nur eine. H8 oder MH8 nimmt 70 Euro bist du los, ne? Schon das ist schon eine Ansage und die günstigste, die Neo, die 4er, kosten 30er. Jo. So. Muss ich mir wie gesagt auf jeden Fall mal äh, angucken. Ja. Äh. Mark Blick ist auch mit dem Abo dabei. Vielen herzlichen Dank, mein Freund, für dein ja Abo hier an der Stelle. Zwei Monate bist du auch schon mit in der Community. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung, Mark. Danke sehr. Bernd B auch schon dabei. Volle zwei Monate. Ich danke dir ganz herzlich, mein Freund. <laughs> Auf eine geile weitere Zeit mit euch allen. Ich danke dir, Bernd. Vielen Dank auch da nochmal an der Stelle für dein Abonnement. Bedeutet mir viel und ihr wisst ja, das unterstützt mich auch ein bisschen hier in dem, was ich tue. Das ist super. So, genau, Chrisa, versuch's gleich mal. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nämlich mal interessant zu wissen, ob man gleichzeitig laden und leuchten könnte. Am dienstag wird das erste Türchen aufgemacht. Bin gespannt, was da geiles drin ist. <laughs> da kannst du auch drauf gespannt sein. Ich glaube, wir freuen uns alle, wie kleine Kinder da äh, endlich mal ja, loslegen zu können. Äh, endlich mal loslegen zu können und zu schauen, was Ismail und sein ganzes Team da abgepackt hat. Ganz interessant, die waren, glaube ich, Vorgestern mit ihm telefoniert, gestern. Die waren immer noch am Adventskalender packen, weil ihr die wirklich so überrannt habt alle da draußen mit Bestellungen. Das Ding ist so super eingeschlagen und Easy hat schon gesagt, dass dieses Jahr so geil angenommen worden ist. Wird es das im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder geben. Uh, Easy hat aber gesagt nächstes Jahr. Also dieses Jahr finde ich war es schon ein sehr gutes Angebot was ich, wie gesagt, gesehen habe, mit einem sehr guten Inhalt. Dieses Jahr hat Easy schon gesagt, wollen wir nochmal alles in Schatten stellen, da legen wir nochmal einen drauf und wollen das Ganze noch größer und noch interessanter für euch machen. Auch als eine Art Dankeschön-Aktion für euch da draußen, die den Easy ja auch so tatkräftig mit Bestellungen, oder wo ihr den Easy auch so tatkräftig mit Bestellungen unterstützt. Tja. So. Allgeben sagt, die MH5 taugt was. Ich habe sie für die Jagd, lade sie über USB. Okay, dann guck ich das mal an. Chrisar sagt, also an Powerbänke testen, leuchtet beim Laden. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Weil ohne würde ich sie mir auch nicht kaufen. Muss schon so ein bisschen vernünftig funktionieren und sonst. Ja. Äh mittwoch werden noch Anton Spezial gekauft. Ja, ich werde glaube ich am Mittwoch auch reichlich zuschlagen. Ähm, da bin ich ja wie gesagt beim Ismail es wird oh, es wird im Shop, ich weiß es nicht, bestimmt 15 20 neue Farben geben vom anderen Spezial, richtige Kracherfarben dabei. Also, wir haben mit war ganz komisch irgendwie Freitag wie gesagt beim Easy telefoniert, der hat mich angerufen und sagte, Max, ich muss dich immer kurz über FaceTime zurückrufen. Hat mich bei FaceTime angerufen und sagte, guck mal, Max, jetzt machen wir mal ein erstes Live-Unboxing hier. <laughs> hat er den Karton aufgemacht. Die Junge waren da Farben dabei. Also meine Güte, ey. Da waren Sachen dabei, richtige Kracher an Farben. Also ich kann es kaum erwarten, wenn es die online gibt, da mir auch nochmal äh, einige bestellen zu können. Das ist der Wahnsinn. Also da freue ich mich schon drauf. Äh, wenn die endlich auch für euch im Shop sind. Ich denke, ja, ich weiß nicht genau, wann sie in den Shop kommen. Ich denke irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Gigantische Farben. Check das auf jeden Fall mal ab. Hammermäßig. Ja. Michael schreibt, habt den Link bei Facebook geschickt. Danke, Michael. Ich gucke mir das gleich mal an. Cool, dass du da auch an mich gedacht hast. Muss ich mal schauen, morgen lasse sie mal leer laufen und dann mal testen beim Laden, ob sie auch läuft. Ja, das wäre nicht schlecht, Chrisa, weil sonst bringt das nichts Alex, eine S Sonderedition für die beste Community. Ah, ja, so. <laughs> nee, von den, ähm, von den Spoons gibt es noch keine. Äh, es wird allerdings. Ähm, es werden welche geben. Also, definitiv, es wird eine Sonderedition geben von meinen Spoons, von Farben, die ich gerne haben möchte. Das wird kommen und da wird es nochmal richtig abgehen. Ja, man sagt schon, dann Spezial kaufe ich alle morgen weg. Ah, ich glaube, das wird schwierig. Also, wir haben so ein paar haben wir gekriegt. <laughs> also, nichts nicht falsch verstehen, ja? Wenn ich sage, wir gekriegt, meine ich hat easy gekriegt. Ich bin kein angestellter der Firma ASB Tackle oder Spoon.fishing oder sowas. Ich beziehe keine Entgelder hier irgendwie für Werbung oder sonst irgendein Kram bekomme ich nicht, ja? Also, und mit wir, ich kann mich da wirklich nur sehr mit dem Ismail und mit seinem ganzen Team identifizieren. Freue mich jedes Mal, wenn wir telefonieren können. Freue mich jedes Mal, wenn wir für euch coole Sachen da draußen machen können oder nach Deutschland bringen können. Und deswegen sage ich manchmal wir, weil ich halt auch bei manchen Produkten mit dranhänge und teste oder sage, das brauchen wir oder sonst was. Deswegen spreche ich manchmal von wir. Aber wie gesagt, ich habe keine, ja, keine Werbegeschichte, dass ich da irgendwie Geld für bekomme, wenn ich hier für Easy ein paar Sachen lobe. Ne? Also habe ich nicht. Das nur kurz vor euch zur Info, wenn ich mal von wir spreche. Ja, so, ein paar gibt es auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass du sie alle wegkaufen kannst, Hermann. Von, von jedem Modell eins bekommst, ist das gut, aber ihr müsst teilweise auch echt schnell sein. Die letzten Modelle, die online gekommen sind, die waren so ratzfatz teilweise ausverkauft, manche Modelle. Gerade hier der ähm, PAL Limited, den ich euch so empfohlen habe, mit der schwarzen Rückseite. Ja, den LT31 quasi auf dem Anton Spezial mit einer schwarzen Rückseite. Das Ding war kurz nach meinem Stream sofort leer. Also da gab es gar nichts mehr. Das Ding war ratzfatz sofort ausverkauft. Und ähm, Wahnsinn. so Wahnsinn, da werden einige Kracher, richtig Kracherfarben mit bei sein. Das, das garantiere ich euch. Also muss meine Frau das Telefon und PC wegpacken nächste Woche. Ja, wirst du müssen. Wirklich jetzt. Also... Habt ihr die noch nicht gesehen? Ich kann mal gerade gucken, ob ich mal auf die schnell ein Foto finde. Der, ähm, der Heinz bei uns aus dem Team hat davon schon ein Foto gepostet. Und ja, also ich habe sie schon gesehen und der hat sich tatsächlich alle schon gekauft. Und da waren solche Kracher dabei. Ich muss mal gerade schnell gucken, ob ich die irgendwie schnell finden kann. Ah, hier nicht. Hoffe... guck jetzt gerade mal auf die Schnelle, wenn ich sie jetzt nicht finden kann, dann dann ist das so. Doch hier sind sie. Pah. Junge, so, ich schalte mal in die Kamera um und dann aber nicht direkt alles leer kaufen mit, wenn sie kommen. <laughs> Guckt euch die Farben mal an. Guckt euch die Farben mal an. Hier alleine so eine goldene Vorderseite ich stehe ja ja mega auf diese Koi Optiken also sprich so ein bisschen Gold oder Rotgold oder Silber mit so Punkten mit diesem Koi Dekor gerade wenn es so ja rau von der Oberfläche aussieht wie hier ist aber klar lag drüber das ist nicht rau Wahnsinn den gibt's in wie gesagt in mehreren Dekoren das ist es mega viel mit, ähm, mit Glow gearbeitet worden, auch mit Glow Spots, die teilweise hier, ihr seht, überall eingearbeitet worden sind. Die müsst die Dinger mal unter einer UV-Lampe sehen. Ultra krank. Teilweise Spoons auf der Rückseite, ich sehe es jetzt leider nicht, ist mit Roségold gearbeitet worden. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich jetzt. Hier auch, das ist so ein japanischer oder russischer Klassiker zum Beispiel. Haben wir auch noch nicht gehabt. Vorne weiß mit einem roten Punkt, ja, das ist so eine Art, ja so eine Art, ähm, ich war in dem Begriff, Mann, mir fällt das Wort nicht ein, aber es ist so ein Fokuspunkt, sage ich mal, auf einem Spoon, wo die Fische dann auch häufiger drauf knallen. Auf der Rückseite, schwarze Rückseite, das Gleiche, nur in einer anderen Farbe. Dieser Fokuspunkt, gigantisch, ist ein traditionelles russisches Design. Und da sind einige Sachen dabei, hier in der Mitte mit Glow gearbeitet worden. Ach, ihr werdet sehen, das ist auch nicht das normale Glow, das ist wieder das Super Glow, leuchtet wahnsinnig stark hier im Deutschland Design also da sind einige Sachen dabei die sind richtig lecker und äh, ja da freue ich mich schon drauf Wahnsinn Wir haben auch wieder unseren Regenbogenspoon unseren Corona Spoon ja so viel dazu das sind auf jeden Fall schon das sind aber noch nicht alle ja also da kommen noch mehr Farben das ist ein Teil der Farben die mit da sind und gerade hier auf sowas hier auf diese Koi dekore da freue ich mich wie ein kleiner Junge da sind noch mehr davon hier auch mit, mit, so, mit, so, mit Spots. Wahnsinn. Also das nur so zur Info, da kommt einiges noch. Ja, und da freue ich mich drauf. <laughs> ja. So, angekannte Katze schreibt beim Anton, fehlt mir was Leichtes. So, unter 1,5 Gramm. Ja. Ist auf dem Schirm und ich habe das auch, glaube ich, schon mal gesagt. Wir arbeiten an einer Serie oder ich habe das Easy auch schon gesagt. Das Problem ist, man kann nicht einfach sagen, wir machen einen anderen Spoon. Dafür müssen andere Stanzen, andere Formen gebaut werden. Ja? Materialien an einer Stärke müssen verändert werden. Das ist nicht so leicht oder so einfach gerade für uns. Wir arbeiten aber dran, wir haben vor, einen sehr leichten Spoon auch rauszubringen, der definitiv äh, um 1,5 Gramm oder vielleicht sogar noch drunter wiegen wird, speziell für den Sommer, speziell, speziell als kleines Häppchen auch. Ja, ihr kennt das manchmal, um die äh, Aktionsbisse dann auch äh, zu provozieren. Kommt auf jeden Fall. Ähm, kann ich dir sagen, nur zeitlicher Aspekt ist da auch nicht ganz unerheblich. Die Dinger sind auch wirklich halt alle von Hand lackiert. Ja? Ähm, ihr wisst, wie viel Zeit da halt drin steckt. Also, das ist kein Billigprodukt, was wir hier produzieren. Und ähm, ja, es dauert halt seine Zeit lang. Aber die Dinge sind schon alle eingekippt. Auch noch ein paar andere Änderungen, die damit äh, einhergehen. Ich möchte noch ein paar andere Formen haben und so. Glaub's mir, Angel Kamikaze. An dem Punkt bin ich schon lange und da arbeiten wir dran, was Schickes auf die Beine zu stellen. Geben sagt, teste mal, ob sie beim Laden leuchtet. Benny, kannst du schon sagen, ob wie viel Uhr du da bist beim Easy am Mittwoch? Ähm, nachmittags wahrscheinlich irgendwann. Relativ später Nachmittag bzw. Abend. Ich muss erst noch arbeiten und nach dem Arbeiten fahre ich dann rüber. Also wenn du irgendwie kurz vor Feierabend kommst, Benny, dann wirst du mich auf jeden Fall äh, erwischen. Chrisa, ähm, Max wie gesagt, habe sie angeschlossen, zeigt auch an, dass sie lädt und sie geht auch an. Also denke, es wird funktionieren, werde dem morgen eine Facebook-Nachricht schicken. Gerne, Chrisa, freue ich mich drüber. Teste das mal, super lieb, dass du da ähm, mithilfst. Gumi habe ich mehr als Buhn. Ja, habe ich auch. <laughs> Matti, habe auch ein paar gekauft und einen war geschenkt. Was besonderes. Da wurde auch der Max erwähnt. Ha, siehst du? Habe ich es nicht gesagt? Sag <laughs> immer wenn ihr beim Easy bestellt bei Spoonpump Fishing, schreibt bitte immer in die Kommentare, dass ihr von mir kommt, von meinem Stream, dass wir in Verbindung stehen. Schreibt es mit rein. Und normalerweise ist es in letzter Zeit nicht ganz einfach, jede Bestellung da auch nach den Kommentaren zu prüfen. Aber in der Regel, in der Regel, bekommt ihr dann nochmal ein Goodie von Easy extra. Weil er möchte natürlich euch auch dafür belohnen, dass wir hier interagieren, dass wir dran sind, dass wir Spaß zusammen haben, dass ihr quasi zu meiner Community gehört. Und um das ein bisschen zu unterstützen, gibt es da entsprechendes Goodie immer für euch on top. Also immer fleißig mit in die Bestellungen, in die Kommentare hauen, dann klappt das. So. Danke, dann brauche ich nicht mehr testen. Ja, so, supi. So, bis nächste Woche. Alles klar, Alex. Reingehauen. Sieht aus wie der Tanko beim Koi. Ja. Genau. Ähm, die Farben sind absolut Hammer, finde ich auch, ey. Haku. Oh, boah, ich kenne mich da nicht so aus mit Kois. Aber es kann sein. Also, ich finde, diese, diese Koi-Designs, wie gesagt, die finde ich mega. Fühlt sich gut an. Werde auf Anton wechseln. Oh, ja. Also, wie gesagt, ich habe inzwischen schon einige Anton-Spoons. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Das sind bestimmt schon 30, 40. Das habe ich zum Easy auch gesagt. Um komplett zu wechseln auf einen Spoon, nehme ich in jeder Situation, auf den ich in jeder Situation zurückgreifen kann, fehlt mir noch etwas oder Kleinigkeiten. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber da fehlen mir noch Dinge, Gewichte zum Beispiel, die man unterscheiden kann. Ein bisschen was, äh, ein bisschen was, wie gesagt, am Layout des Boons, sprich wo zum Beispiel die Bohrungen sind. Da müssen wir noch was dran tun. Aber an sich ein super Ding. Da fehlen mir noch ein paar Sachen und dann tatsächlich, ähm, ja. Kann man tatsächlich ähm, auch häufig und in vielen Situationen auf den Spoon zurückgreifen. Dazu fehlt mir noch Mü. oh ein Müh. Ja, wir sind gleich fertig, dann wirst du wieder mehr gestreichelt. Immer auf deinem Platz. Ich ja, bin noch gleich fertig. Immer auf deinen Platz. Ich bin sofort fertig. Ja. Wird nur Europa lackiert, muss nicht immer Geld nach China, Japan gehen. Ja, absolut. Also ich sehe es sehr ähnlich. Wie gesagt, ich finde das schön, dass der Ismail ähm, ja, deine Partnerschaft erschlossen hat, um wirklich ein hochqualitatives äh, hoch Produkt fertigen zu lassen, das es so in der Form, und ich glaube auch von den Designs, so nicht gibt. So. Es muss nicht immer Japan-Stuff sein, es muss nicht immer russische Limited-Spezialfarben sein. Hand aufs Herz, braucht man jede Farbe von diesen Dingen? Nein, braucht man bestimmt nicht, habe ich schon mal gesagt. Man muss nicht alles davon haben, aber häufig von uns Hand aufs Herz. Wie viele Spoons fischt ihr, wenn ihr am See seid? 5, 10, vielleicht 20, wenn ihr irgendwo am Angeln seid, je nach Situation. Aber ihr fischt nie, wenn ihr 100 habt, auch alle 100 Spoons. So ist es so ein bisschen ein Hobby, vielleicht auch eine Sammelleidenschaft, die man entwickelt und so ein haben will Ding irgendwo vielleicht auch und ja, ich kaufe mir gerne mal was Neues das passt Hui. daosa ein Zehner hat er da gelassen daosa vielen 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 Dank mein Freund daosa mit dem Zehner dabei für den Weihnachtsbaum ja wir haben noch keinen äh, habe ich wollte mit meinem Dad besprochen wir werden denke ich im Laufe der nächsten Woche hoffentlich mal einkaufen und dann haben wir auch einen, äh, einen Weihnachtsbaum für dieses Jahr <laughs> was ich mir noch wünschen würde, ein cooles Cap von Easy äh, Spoon Fishing oder von dir, Max. Ähm, Matti würde ich mir auch wünschen. Da arbeite ich tatsächlich auch noch dran. Ähm, kann sogar sein, dass es sowas bald geben wird. Ähm, ja, da arbeite ich noch dran. Wie gesagt, wenn das mit dem Designer, den ich jetzt auch an der Hand habe für meine Thumbnails und so weiter, wenn das gut läuft, möchte ich nicht ausschließen, dass es vielleicht im nächsten paar T-Shirts gibt oder Mützen oder mit was ihr halt gerne fischen wollt. Ja, da arbeite ich, wie gesagt, dran. Das ist auch noch auf meiner To-Do-Liste. Da sind erstmal ein paar Sachen, die mir in die einen Tacken mehr wichtiger sind, die jetzt gerade sind. Aber da steht definitiv auch noch drauf. Und was gäbe es cooleres, wenn ihr sogar irgendwie ein T-Shirt oder eine Mütze von mir anhabt, damit Angeln geht und man sich vielleicht sogar irgendwo am Wasser trifft und man denkt sich, der Typ hat meine Mütze auf. <laughs> also es geht mir schon manchmal mit, mit den Stickern so, wenn ihr eure Sticker auf, 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 auf eure Boxen knallt wenn ich das immer im Wasser sehe. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind. Ich finde das so mega. Ich glaube, mit, mit Kleidung wäre es tatsächlich noch auch mindestens genauso krass. Würde ich sogar noch ein bisschen krasser. Ja, aber da arbeiten wir dran. Wollen wir mal gucken. So, krisa sagt, man fischt eh nur eine Handvoll. Haben es besser als brauchen. Das sehe ich genauso. <laughs> das ist so. So, ihr Lieben. Das, denke ich, war auch mal das Wort zum Sonntag. So, das Schlusswort. Guckt, wie gesagt, gerne noch mal durch die... Ähm durch die Angebote bei spoon.fishing, vielleicht ist ja noch was für euch dabei. Wie gesagt, ich habe leider dieses Jahr zu Black Friday mein Geld viel zu schnell verbrezelt. <laughs> Und äh, ja, weil da echt ein paar gute Sachen mal waren. Und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Wie gesagt, ich informiere euch noch, ob ich nun an diesem Benefizangeln teilnehme oder nicht. Wenn nicht, sehen wir uns Sonntag. Wenn nicht, müssen wir es vielleicht einen Tag vorziehen oder ein bisschen verlegen. Sascha, auch nochmal mit Zehner dabei. Für den Weihnachtsbaum habe ich auch noch was. Was, wieder ein Zehner. <laughs> Vielen herzlichen Dank, Sascha. Das ist super, super lieb von dir. Danke. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Macht euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns, denke ich, wie gesagt, nächste Woche Sonntag. Vielleicht auch nicht, aber ihr kriegt eine Info. Wir hören uns. Macht's gut. Eine schöne Woche euch. Und bleibt gesund da draußen und geht angeln. Danke fürs Zuschauen. Macht euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Euer Max.